Hallo und herzlich willkommen zur 9. Ausgabe des Ostblock-Podcast. Ich bin der Philipp vom Violetten Förderkreis und freue mich, euch auch heute wieder durch die Sendung begleiten zu dürfen. 2 Monate hat es gedauert, dass wir wieder loslegen. Podcast-Pause war es sozusagen. Herzlich willkommen an unsere Gastgeber, der Putzi und der Manni. Und ein violettes Hallo an unseren Gast, den Thomas Fellinger. Servus. Grüß euch. Servus. Servus. Wir werden heute viele wichtige und interessante Themen durchgehen, also darf man sich heute auf eine etwas längere Podcast-Folge freuen. Unter anderem wird der Felli sich vorstellen und uns etwas über seinen Werdegang bei der Wiener Austria erzählen. Außerdem blicken wir auf eine starke Saison zurück mit vielen Highlights. Sowohl der Cup als auch die internationalen Spiele werden genau analysiert. Der Vertragspoker rund um unseren Trainer Manfred Schmidt und das umstrittene Thema WM Katar 2022 wird auch genau unter die Lupe genommen. Zum Schluss werden wir noch einen Blick auf das letzte Heimspiel gegen den WRC werfen. Und dann zum Schluss werden uns unsere violetten Freunde heute am Tisch noch sagen, wie sie das Jahr ausklingen lassen werden. Aber zuerst zum Felli, unserem Gast heute. Du sollst die ersten Worte haben. Erzähl uns du ein bisschen was über deinen Werdegang, über deinen violetten Steckbrief sozusagen. Ja, infiziert mit dem violetten Virus, so ums Jahr 1978, da war ich 8 Jahre alt. 78? Ja. Bin ich gerade auf die Welt gekommen. Ja. Da waren wir von den Lockerrädern. Wir sind nur in der Donau geschwommen. Ne? Wahnsinn. Das war also bedingt dadurch eine fußballbegeisterte Familie, aber eigentlich nur mütterlicherseits. Und da muss ich dazu sagen, von der ganz anderen Seite, also von der falschen Seite. Wollen wir nicht reden. Wollen wir nicht weiterreden. Ja. Es war Europapokal Austria 1978, so das erste, was ich so mitgekriegt habe im Fernsehen. Und dann die WM in Argentinien, das war gleich der nächste Schritt. Cordoba, zwar wegen Krankel, alle aus dem Häusl, aber da hat sich schon abgezeichnet für mich. Mir taugt das Spiel, was ein paar Hasker zum Beispiel gesagt hat, ist mehr meins. Und ja, dann kam das Jahr 1979 die Austria im Halbfinale im Meistercup gegen Malmö. Und ab dem Zeitpunkt war es dann für mich eigentlich schon klar, dass ich entgegen allen Widerständen innerhalb der Familie, mein Vater ist komplett uninteressiert gewesen an Fußball, der war mehr Rallyefahrer, also war selber Rallyefahrer, aber den hat Fußball nicht interessiert, das ist wirklich alles von der Mama und von der Oma ausgegangen. Sie haben es auch immer wieder probiert, dass mich umzahlen noch, die verlorene Seele retten sozusagen, weil auf Europacup-Spiel von den anderen gegangen. Mitgegangen, ja, in Madrid zum Beispiel, damals im Vaterstadion. Und dann war, also ums Jahr 81, habe ich meine Tante, die auch von den anderen gewesen ist, aber dazu drangsaliert, dass sie mit mir auf ein Europacup-Match geht von der Austria. Und das war dann, da war ich dann schon in der Meisterschaft ein paar Mal auf der Hohen Warte und ein paar Mal im Sportclubplatz haben immer irgendwelche Freikarten über irgendwelche Leute gekriegt, die damals im Fußball beschäftigt waren. Und ja, dann eben die ersten Europacup-Match noch in Begleitung. Und je länger das dann gedauert hat, ab Mitte der 80er Jahre war ich dann einmal auch in Österreich auswärts. Die erste Auswärtsfahrt war nach Salzburg-Lehn. Mit Duras-Bus war das damals. Hat es auch sonst eigentlich niemanden gegeben, der Auswärtsfahrten damals organisiert hat. Und mit meiner Oma war ich in München bei Bayern gegen Austria, ne? Wo wir in München 4-2 verloren haben. Ne? Mhm. 20.000 Österreicher damals im Olympiastadion. Also nicht nur Austrianer, sondern wirklich Österreicher, die damals aber wirklich auch alle zur Austria gehalten haben. Also wir sind in Führung gegangen, kann mich noch erinnern, da war Wiebe im Olympiastadion, die Deutschen haben sich überhaupt nicht ausgekannt, was da los ist, weil das war vorher nicht sichtbar. Also so wie heute hast du dich nicht präsentiert. Ja, du hast vielleicht irgendwo einen Schal gehabt, aber dass du jetzt so als Masse irgendwo auftrittst, das hast du nicht gegeben. Das hat man jetzt wirklich erst im Stadion gesehen. Ne? Und dann ist es halt sukzessive weitergegangen. Ne? Also immer mehr Auswärtsfahrten, immer mehr Leute kennengelernt. Ne? Und ja, so
ist das entstanden damals. Ne? Wahnsinn, eine echte Fanlegende. Ich bin ja wirklich geplättet, man glaubt ja nicht, 1908, ich meine, der schaut wirklich auch noch sehr jung aus. Danke. Wie alt bist du wirklich dann? 52. 52. Ganz in echt, ja. Wahnsinn. Weder gefärbt noch geliftet noch sonst. Na, wir wissen jetzt schon, das wird sich nicht ausgeben. Ja, Wahnsinn, Fanlegende. Wirklich, bin ich echt arg, finde ich cool. Ja, lass uns da mal ein paar Blicke zurückschauen. Trotzdem noch einmal, ich habe da ein Stichwort westtribüne.at. Was war das? Was kannst du uns da erzählen? Ja, eine Faninitiative, die entstanden ist in der Zeit, wo Verein Straubach zuerst als Geldgeber zur Austria gekommen ist, wo ein Michi Wagner zurückgeholt hat von den anderen. Mhm. Und das dann immer weiter gegangen ist, bis er dann dieser berühmte oder berüchtigte Betriebsführungsvertrag damals gemacht worden ist mit Magna, wo sie die Austria quasi verkauft hat an Magna aus verschiedensten Gründen. Damals gab es, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf hatte oder habe, hat die Austria damals 30 Millionen Schilling Schulden gehabt. Mhm. So Präsident Streicher damals. Und die haben halt auch Angst gehabt, dass das sich nicht mehr ausgeht und dass die Austria in die Rimmergasse aufs Handelsgericht gehen muss. Man muss sich vorstellen, 30 Millionen Schilling. Ja, also das ist so, im Vergleich zu heute. Das hätten wir heute gerne. Das hätten wir heute gern. Da war halt mal hochweiß im Vergleich. Ja. Gut, dann war der Stronach Dauer. Wir waren jetzt von Haus aus, da gab es damals auch schon Fanvertretung, ja, also schon ständige Gespräche mit der Vereinsführung, mit den verschiedensten Protagonisten, die damals da waren. Da gab es auch schon den Markus Kretschmer damals, Clubsekretär war der Helmut Slesak, der Michi Adler und der Leo Vogel, die heute Investoren sind, ja, in der Gruppe, und Jürgen Werner waren damals bei der Austria Mitarbeiter. Ja, die haben das Marketing damals komplett neu auf die Füße gestellt. Ja. Internet, Auftritt und so weiter. Austria war damals der erste Verein in Österreich, der eine Homepage hatte. Also das ist auch damals in der Zeit alles entstanden. Ja, und so, dann kam Straunach und wir waren jetzt nicht wirklich von Haus aus gegen Ehren. Im Gegenteil, man hat sich natürlich durch das viele Geld, was zu erwarten war, erhofft, es geht jetzt sportlich wieder aufwärts. Mhm. Ja, der Austria hat damals den letzten Mastertitel gehabt, 1993, Cupsieg 94 und danach war nichts mehr. Da gab es dann ein paar Jahre, wo wir nicht einmal im Europacup gespielt haben mehr, da war das einzige und das höchste der Gefühle noch der sogenannte UI-Cup. Ne? Und es waren auch die einzigen Auswärtsfahrten, weil meistens ist gar nicht mehr weitergegangen. Nach dem UI-Cup, da war es im UI-Cup schon aus. Okay. Mit der Zeit aber sind die kritischen Stimmen gegenüber vom Straunach immer lauter geworden. Nicht? Und da hat sich dann die Idee entwickelt bei verschiedenen Leuten, Sokaholics, Brigaden, Federin, so das waren so die damals führenden Fanclubs auf der alten Westtribüne. Man muss jetzt als Einheit auftreten gegenüber den Betriebsführern. Ja. Und die Idee zur Westtribüne.at hatte da leider mittlerweile verstorbene Wolfgang Flieri, der Wuffi, Smoky, Südtiroler, je nachdem. Und nachdem ich schon zu dem Zeitpunkt ziemlich lang Fanvertreter war von der Austria bei der Bundesliga und viele Leute kennt haben und die Leute gemeint haben, ich kann gut reden, Fene, du machst den Obmann. Ne? Okay, schauen wir das einmal, hören wir an. Ne? Die ersten Treffen haben dann stattgefunden, das war Anfang 2001, im Café Libero vom Erich Obermeier. In der Niederhofstraße war das im 12. Bezirk, da haben wir so ein super Café aus. Der Erich Weltklasse, immer auf unserer Seite gewesen, auch der Herbert dann in weiterer Folge, der Schneck. Und im Herbst 2001 ist dann die Faninitiative Westtribüne.at als Verein auch eingetragen worden und offiziell in Erscheinung getreten. Okay. Und da war ich also dann der erste Obmann.
Und unser Ziel war jetzt von Anfang an jetzt eigentlich nicht unbedingt die fundamentale Opposition, aber die kritische Opposition, nicht gegen das, was Stronach macht oder was er gemacht hat. Und was denn das erste war damals im Jahr 2000 war das schon der Abschuss von Prohaska. Okay. Mit der Aussage, ja. Der Prohaska ist ein Verlierer, weil der hat gegen Spanien 19-0 verloren. Der kann kein Trainer sein, ohne dass er jemals ein Match gesehen hat oder sonst irgendwas vom Fußball, hat der Stronach sowieso keine Ahnung gehabt. Er hat halt leider Gottes auf sehr viele Leute gehört, die in erster Linie mal sehr Kohle im Auge gehabt haben. Nicht? Oder sie so, Friedel Konzile war damals Sportdirektor. Okay. Und der Schneck, die haben, sage ich einmal, nicht wirklich gut miteinander kennen. Das ist aus der Geschichte bei der Austria und beim Nationalteam entstanden. Und ich sage jetzt einmal, den Herbert hat der Friedel auch auf dem Gewissen gehabt damals. Ne? Und dann haben wir, also ich glaube, da war dann schon der Schachner. Ist ja egal. Hat eigentlich, sage ich mal, dann zwischendurch wieder ganz gut ausgeschaut und dann sind wieder irgendwelche komischen Personalentscheidungen gewesen. Und so ist die Opposition dann eigentlich immer kritischer geworden. Ja, wir haben immer das Gespräch gesucht mit Frank. Ich habe oft mit ihm telefoniert, lang telefoniert. Aber wenn er im Auto gesessen ist und es war am Fahrt, wenn er irgendwo hinchauffiert worden ist, hat er mich angerufen um 8 Uhr am Abend und hat mich 2 Stunden, ich würde mal sagen, voll gelabert. Ja. Und ich dachte, okay, also das Handy hinkriegt und haben es über einen Lautsprecher angehört, weil aus der Muskelkater gekriegt. Ne? Also eigentlich viel gut gemeint, aber nichts umgesetzt davon. Ja. Und immer, und das habe ich ihm auch gesagt, weil Frank, du hörst immer auf die falschen Leute. Ja? Die wollen alle nur dein Geld. Also immer gesagt, mach dir keine Sorgen um mein Geld, ich habe genug davon. Ja? Das war so eine Paradeaussage. Mhm. Ja? Er hat nicht verstanden, sich mit Leuten zu umgeben, die jetzt wirklich nur das Wohl der Austria im Sinn gehabt haben, ja, und nicht der eigene Geldbörsen. Ja. Und das waren eigentlich alle, die dann danach gekommen sind, ob es der Peter Svetic gewesen ist, ja, so Schnapsideen wie Otto Baric als Berater holen, ja, der ein absolutes Feindbild für alle Austrianer war und zu dem Zeitpunkt aufgrund seiner Historie dubiose Trainerentlassungen, ja, Ari Hahn nach einem Derby-Sieg, eine halbe Stunde später Ari Hahn-Geschichte, Heinz Hochhauser, Hörmann Pfeffer, gut gemeint, ja, weil sie können gut reden im Fernsehen, ne, sind klasse Burschen, ne, so immer so klasse Burschen, ne. Da hat sich schon fast angehört, teilweise wieder Schwarzenegger. Und wir waren dann Meister 2003, Cupsiege, Meister 2006 dann auch noch mit Schinkel Stöger. Aber da war dann schon das Band wirklich zerschnitten zu dem Zeitpunkt. Also da war man dann nicht mehr nur kritisch, sondern da war man dann wirklich fundamental Gegner. Also das Ziel war dann zu dem Zeitpunkt, ja, und da waren schon viele Leute auf unserer Seite, ja, das haben wir schon gemerkt, dieses Magna als Betriebsführer loszuwerden und der Austria sozusagen ihre Freiheit wiederzugeben. Ne? So wie es dann eben 2007, 2008 nach dem Mastertitel, dem Rückzug, die Übersiedlung von Magna nach Wiener Neustadt. Der Wolfgang Kazian ist dann Präsident geworden, hat dann aufgrund seiner Connections auch gemeinsam mit dem ehemaligen Bürgermeister natürlich auch dazu beigetragen, dass die Austria nicht untergeht, so wie es viele prophezeit haben. Nicht? Aber die Faninitiative selber, Westtribüne.at, war zu dem Zeitpunkt schon ganz was Besonderes. Wir haben also ein relativ gutes Standing gehabt. Ja. Also unfassbare Themen, die du da erzählen kannst. Zu meiner Schande, ich kannte dich hier nicht persönlich und habe aber nicht gewusst, dass ihr einem violetten
einer Fanlegende gegenüber sitzt mit einem Lexikon in sich sozusagen, was du schon alles erlebt hast, und du wirst uns noch einiges erzählen können. Ja, jetzt gibt es die Bierfront, dein Fanclub. Erzähl uns ja gleich weiter. Wie kam es dazu? Sitzt gerade mit Bier in der Hand, ist ja praktisch. Ich muss jetzt einmal dazu sagen, dass die Bierfront nicht mein Fanclub ist, ja, sondern ich bin Mitglied der Bierfront. Okay. Also die Bierfront gibt es schon viel länger, als was ich bei der Bierfront Mitglied bin. Also die Bierfront ist 1990 gegründet worden. Mhm. Das ist entstanden, die Leute gibt es eher, Michi Adler zum Beispiel war einer der Gründer, ist quasi unser Präsident, wir sind jetzt kein eingetragener Verein oder was. Okay, ja. Okay. Bei der WM in Italien. Da haben sich ein paar Leute zusammengefunden, die haben sich kennt, ein Teil vom Bundesheer, ein Teil vom Fußballplatz. Ne? Das sind so die Grundpfeiler damals gewesen. Und da sind halt im Laufe der Jahre immer mehr Leute dazugekommen. Mhm. Ja, also, die hast du dann kennt vom Platz, nicht? Und du bist auswärts gefahren mit denen und hast gesagt, du bist nicht bei uns und so. Mhm. Wir sind jetzt momentan 18 Leute. Ja. Das schwankt immer so 19, 18, 17, dann kommt wieder einer dazu und dann hört wieder einer auf. Der Großteil ist aber wirklich schon seit über 20 Jahren, würde ich fast sagen, dabei. Mhm. Wir sind jetzt 33, nächstes Jahr 33 Jahre. Also sind wirklich der Großteil ist mehr als 20 Jahre dabei. Ich selber bin dabei, seit ich 35 bin, also seit 17 Jahren. Okay. Kenne die Leute aber natürlich alle schon viel länger. Ja. War, wie gesagt, ich war bei Arzgersdorf, das war in den 90er Jahren. Und nach der WM in Frankreich bin ich dann bei Arzgersdorf weggegangen, aus verschiedensten Gründen. War dann Fanclub los, eigentlich. Ja, war es für die Position als Fanvertreter, die ich damals gehabt habe, von der Austria bei der Bundesliga gar nicht schlecht war. Ja. Okay, dass ich jetzt nicht irgendeiner Gruppe zugeordnet werden konnte, ja, egal wie radikal oder wie wenig radikal die ist, du bist nicht angreifbar. Ja. Also du stehst quasi, bist mit allen leibend, aber du bist nirgends nur fix dabei. Ja. Ja. Ja, und in welcher Form lebt ihr euch ein Gruppenleben? Und wo sieht man euch im Stadion? Auf welcher Seite? Auf Ost 2, ja. Stiege 218. Aha. Ja. Wir sind zum immer, Vorbeischauen einmal, wir sind, zum Plaudern. Wir sind immer Stehplatz-Leute gewesen. Ja. Wir haben einmal kurz überlegt, ob es nicht einmal Zeit war. Wir sind jetzt doch alle schon 50 und ein bisschen älter. Mhm. Ob es nicht für einen Sitzer, nicht? Aber das ist relativ rasch dann, ohne große Abstimmung, gesagt, du bist deppert, solange ich stehe, gehe am Stehplatz, nicht? Solange ich lebe. Ja. Ja, ja, ja. Und wir waren auf der alten Westtribüne ungefähr in der Mitte, wenn man als Vorsängerpult das alte hernimmt, ganz oben. Okay. Also dort, wo der Weg war, gewesen ist, weil es war es nicht weit zum Bierstand. Na klar, nicht unschick. Man muss schon mitdenken, ja. Ne? Und waren dann nach der Übersiedlung auf die Neiche, waren wir am ersten Rang unten, weil da war die Kurve quasi oben. Ne? Aber so im vorletzten Block Richtung Südtribüne gehend. Wieder in der Nähe vom Wischlstandl? Der war nicht weit weg. War wieder nicht weit weg. Standl, klar. Und das Intermezzo Prater Stadion lasse ich jetzt aus, weil das. Na, vielleicht kommen wir dazu gleich. Das war jetzt nicht so prickelnd. Ne? Da sind auch etliche Leute von uns gar nicht regelmäßig mehr am Platz gegangen, weil einer das Stadion einfach am Sack gegangen ist. Ja. Das hat sich aber quer durch die ganze Fanszene oder allgemein durch. Kann man nachvollziehen. Basis. Da du aber jetzt schon gefühlt ewig bei der Austria herumschwirrst, an welche Momente, Erfolge, aber auch Niederlagen, ja, kannst du dich noch erinnern und noch gern zurückerinnern, was du uns vielleicht eine Anekdote... Ich fange mal an mit dem, was ich mich gern zurückerinnere. Okay. Das ist immer einfacher, weil das, was scheiße war, das vergrabt man irgendwo. Ja. Und da tut man sich dann auch relativ schwer, das auch wieder hervorzuholen. Zwei markante positive und negative Punkte. Ich habe im Vorhinein und gedacht, was war so. Ja, es war zum Beispiel, eines der geilsten Erlebnisse war das Cup-Finale gegen die anderen im alten Weststadion 1986, wo wir 6-4 in der Verlängerung gewonnen haben. Also das war
lange Jahre, wirklich lange Jahre, der absolute Highlight, ja, für mich persönlich, ja, weil ich muss sagen, ich habe es auch noch auf der falschen Tribüne erlebt. Ja. Ich war also nicht im Austria-Sektor, sondern bei den anderen. Aha. Was aber damals jetzt auch nicht so dramatisch gewesen ist, wie es heute war. Ja, ich habe viele Schulkollegen gehabt, die von den anderen gewesen okay. sind. Und mitgegangen, ja, mitgefangen. Ich dachte, okay. Aber ich war dann natürlich King of the Road nach dem 6-4 in der Verlängerung. Ja. Ja. Und der Toni Paul ist ein sensationelles Tor geschossen, das sehe ich noch vor mir. Das war dann gefühlt 30 Metern abgezogen und er ist gegangen wie ein Strich ins Kreuz. Ich glaube, es war eh 6-4. Granatenschüsse hat er schon abgegeben. Wie man so schön sagt. Ja. Und dann gab es, ja, das nächste Highlight war dann für mich eigentlich 1991 der Mastertitel in der Südstadt. Das ist also ein Moment gewesen, den mir hat das so gefallen mit diesem Kinofilm, den es hergegeben hat, weil das alles noch einmal so hervorgeholt hat, diese ganze Dramatik und der ganze Stress an dem Tag, also noch einmal wirklich bildlich abgelaufen ist. Ich bin damals direkt von der Hocken in die Südstadt gefahren, ja, und mein Chef wollte mich nicht fahren lassen und ich habe gesagt, nein, ich fahre, wir spielen heute um einen Mastertitel. Ja. Ja, verstehe die Frage nicht. Das ist mir wurscht. Ja. Das war mir echt, wenn ich war 21 Jahre, mir war es wirklich wurscht. Ja. Ja. Und wenn er mir am nächsten Tag gestanzt hätte, war es mir auch wurscht gewesen. Ja. Wir haben auch zu dem Zeitpunkt schon wieder ein paar Jahre gewartet auf einen Mastertitel. Ja. Und das war so, da waren auch Vereine, so wie Swarovski Tirol, einfach stärker, da bist du als Austria einfach nicht vorbeikommen. Und dann ist der Schneckerl gekommen und dann haben wir die richtigen Kicker erwischt mit den Litauer, ja, und gute Kicker in der Mannschaft. Und dann spielst du dann einen Titel und dann sagt der Alte, sorry about that, ja, aber du machst heute noch einen Termin. Ich war damals im Außendienst bei einer Versicherung und ich habe gesagt, nein, ich habe mich schon umgezogen. Ja. Ich bin schon in der Weststurz gestanden. Ja. Klar. Bin gefahren, ja. Risiko. Furcht gewesen. Ja. Er hat dann eh nichts gesagt am nächsten Tag. Er hat im Endeffekt auch das eh verstanden. Aber das war wirklich so prägend. Ja, und dann war, also emotional, ich will nicht sagen nichts, aber halt nicht so extrem. Und das nächste war dann für mich, und das ist der dritte Highlight, der Mastertitel 2013 und die Qualifikation für die Champions League. Also das das sind also drei so Eckpfeiler, habe ich nicht lange nachdenken müssen und dachte, das war es eigentlich. Und dann gab es dazwischen natürlich immer wieder geile Derby-Siege, ja, oder geile Europacup-Spiele gegen Mannschaften, die hätte man heute alle gern sehen, was mit Liverpool, Real Madrid, Tottenham, Barcelona. Ja. Also, nicht, also Barcelona in den 80er Jahren, wo der Marathon natürlich war. Also, Der andere Barcelona dann Anfang der 90er Jahre war auch lässig. Ja. Ja, aber das Barcelona in den 80er Jahren war halt eine ganz andere Mannschaft wie dann Anfang der 90er Jahre. Aber das waren sie, die Highlights. Ich meine, ich hoffe, es kommt noch einmal irgendwann in den nächsten Jahren was Leibendes. Jetzt kommen wir ja aus der Zeit, wo es ja vielleicht ein bisschen bescheidener war. Ne? Aber umso schöner sind die größeren Erfolge dann. Na klar. Immer wenn du eigentlich eine lange Durchstrecke ist, aber wenn du denkst, okay, jetzt bist du am Boden, wenn du eine Überraschung schaffst, ja, ist dann sind es eigentlich gerade die schönsten Augenblicke. Heute reicht ja schon, also quasi ein Heimsieg, oder? Ist schon ein Wahnsinn, oder? Ja. Wo du denkst, wow, wir leben einen Heimsieg. Wirklich, ist ja so, oder? Also mir geht es so. Man sagt, endlich ein Heimsieg. Ja, ich finde allgemein, dass gewisse Momente dann einfach anders besonders sind. Ja. Ja. Wenn du zum Beispiel mal in Graz wieder mal eine gute Partie ablieferst oder dort einen Sieg holst, muss man auch sagen, die Mannschaft ist einfach stärker dort jetzt. Ja, absolut. Ja, auch in Linz. Ja. Aber genauso auch, wenn du dann stehst in Beersheba und so viel nach hinten bist, dann schmerzt halt irgendwie. Aber du bist ja trotzdem stolz. Das sind dann auch diese wenigen Augenblicke. Schauen halt nur 90 Minuten, aber es ist trotzdem schön, dass du einfach noch da bist. Der Stolz war aber international zu sehen, ne, am Ende des Tages. Da habt ihr wirklich stark abgeliefert. Aber ich glaube auch mit der Truppe, wenn der Schmidt bleibt und die Mannschaft weiterhin so funktioniert, ein bisschen schlauer wird, vielleicht in gewissen Situationen im Spiel noch ein bisschen reifer. Das ist die Erfahrung, da, die genau, sie jetzt noch dann brauchen. Dann werden wir in der Zukunft sicher. Das ist sicher was die Leute heute auch spüren, ja, und das macht den Unterschied aus
zu vergangenen Jahren, wo wir jetzt auch wenig Geld gehabt haben und sportlich nicht so erfolgreich gewesen sind, aber es ist was da. Okay. Was die Leute spüren, was den Leuten taugt. Ja. Dieses Band zwischen Fans und Mannschaft. Ja. Ich bin nach Jahren wieder mal wirklich nervös gewesen vor einem normalen Meisterschaftsmatch. Ja. Hoffentlich gewinnen sie es heute, weil die drei Punkte so wichtig waren. Ja. Ich will nicht sagen, dass mir das früher wurscht war, aber da war... Es hat sich anders angefühlt, da war, da war keine Emotion dabei und heute ist das richtig geil, weil es auch diese Gemeinsamkeit mit der Mannschaft einfach was ist, was wir auch jahrelang, ich will fast sagen, eineinhalb Jahrzehnte nicht mehr gehabt haben, dieses Band, dieses Verständnis, dieses Pushen. Überhaupt keine negative Energie, die von der Tribüne mehr kommt. Auch in einer schlechten Phase auch, vielleicht. Auch wenn es mir wirklich geschissen ist, weil ich mir vorstelle, wir Europacup spielen, wir verlieren auswärts 0-4 in einem bedeutungslosen Spiel. Ja, klar. Scheiß der Hund drauf. Ja. Aber es war trotzdem geil, dort zu sein. Mhm. Ja. Das und wir haben uns auch, was unser Auftreten betrifft, international wirklich extrem gut in Szene gesetzt. Ich habe irrsinnig viel positive Resonanz bekommen, nicht nur vor Ort in Israel, weil das hat schon für Aufsehen gesorgt. Ja. Du bist 3-0 hinten, feierst im Sektor ab, kriegst das 4-0 und feierst aber weiter. Ja, stimmt. Also das hatten wir schon einmal ganz anders. Ja. Und das finde ich irrsinnig lässig. Ja. Das taugt mir, Energie, die transportiert wird, hauptsächlich positive Energie. Absolut. Ist. Ja. Diese Leidenschaft, die anhält auch Leidenschaft, wie man sagt, aber das nimmt man dann ja auch wieder. Ne? Du nimmst das auch in Kauf. Ja, absolut. Also, da hast du einmal einen Arschmatch dabei, du verlierst im Cup unerwartet gegen einen Sportclub. Ja. Ich will nicht sagen, dass man die Niederlage wurscht war, aber ich gestehe es dieser Mannschaft zu, dass sie auch einmal eine Arschpartie abliefern und das war halt so. Weil das ja auch eben dazugehört, dass das einmal. Aus den eineinhalb Jahren war das jetzt wirklich die erste Partie, wo ich sage, okay, die war jetzt wirklich geschissen, weil da haben die einzelnen Spieler nicht das erfüllt, was sie hätten machen sollen. Richtig. Egal, ob sie jetzt einen Spielclub unterschätzt haben oder das will ich nicht sagen. Egal. Ja, aber ein schwarzer Tag einfach, oder? Der Spielclub hat in dem Match alles reingehauen und die können auch Fußball spielen. Das ist halt nicht aufgegangen. Man muss auch sagen, selbst in der Partie hat man gesagt, sie wollten, aber es hat einfach nicht geklappt. Da waren wir einfach im Kopf zu müde, da waren wir, sind die Beine nicht geklappt, wie auch immer. Ja. Aber man hat trotzdem gesehen, über 90 Minuten, sie haben es halt versucht. Das war halt so ein typischer Tag, da kannst du 180 Minuten spielen. Und diese Fairness ist schön zu sehen gewesen, einfach wie wir dann aber alle gemeinsam dort stehen und auch die Jungs beim Interview ganz ehrlich sagen, wie es war. Schissen, scheiße und fertig. Ich habe kein einziger WSCler nach dem Match verarscht. Ja. Da habe ich auch schon anders erlebt. Ja. Richtig. Ich bin da noch gestanden, eineinhalb Stunden beim Wirten auf der Ecke. Wir haben ganz normal über das Match diskutieren können. Richtig. Das bedeutet schon was. Ich finde es einfach lässig. Ja. Das ist mein persönlicher Zugang ist in die Richtung. Voll. Wenn ich heiß bin wegen irgendwas, wenn ich ein Match verliere, weil es eine Schwerentscheidung gegeben hat, oder was auch immer, dann braucht mich keiner reden, dann stehe ich aber nicht beim Wirten, sondern vorhanden. Richtig, fast die Hand. Ja, richtig. Lässig, hast du gesagt. Lässig ist es wirklich, mit dir zu plaudern über alles, was du so weißt und schon erlebt hast. Aber jetzt einmal zurück zu... Jetzt darf ich sagen, ohne dass du mir best bist, der Altspatz quasi unter die Jungen. Wie hast du die Jungs kennengelernt? Wie stehst du und ihr zu den Fanatics? Was waren da so die ersten Kennenlernmomente? Naja, ich habe es eigentlich vom ersten Augenblick an irgendwie miterlebt, wie die Fanatics damals entstanden sind. Neuer Fanclub, die führenden Fangruppen waren eben damals Feder in Brigaden. Ein bisschen die Bulldogs, die auch bei Choreografien mitgemacht haben und so weiter. Nicht? Und dann gab es halt unter Anführungszeichen wieder eine neue Partie. Jetzt gab es einige, die dann gleich wieder weg waren und so weiter. Du merkst dann aber schon relativ rasch, okay, das ist jetzt ein bisschen was anderes. Mhm. Ja. Und
muss jetzt sagen, ich habe auch nicht immer alles leibend gefunden am Anfang. Also so ein bisschen, so, da warst du jetzt noch gar nicht. Ich verziehe nur schon ein bisschen das Gesicht, aber du warst nicht mehr in der Nähe damals. Du bist ein paar Jahre später irgendwann einmal aufgetaucht, habe ich irgendwo einmal jetzt ein Foto gesehen, warst du ein lieber Bub? Bin ich noch immer. Okay. Eben. Ja. Bin ich noch immer. Das ist schaut nur ein bisschen anders aus mittlerweile. Älter wurden halt einfach. Stärker. Willensstärker meinst du jetzt, ne? Genau. Ja. Man hat dann schon mit der Zeit erkannt, okay, also da kristallisiert sich was heraus. Das kann jetzt einmal in weiterer Folge zu einer Veränderung. Das habt ihr schon gemerkt? Also, ich habe das relativ bald bemerkt. Okay. Ja. Und wärst du damals rausgestochen? Es war ja auch jetzt kein Gegeneinander von den bestehenden Clubs, oder dass sie die jetzt komplett abgelehnt hätten. Aber es ist ja auch was gemein, man hat halt dann gemeinsam was gemacht und Fanatics haben dann immer mehr gemacht und die anderen sind halt immer weniger geworden, okay. Dann sind ein paar Leute weggebrochen, haben aufgehört und so weiter. Ne? Aber der reine Feigl war einer von den Gründern, oder? Jawohl, war nicht das der Gründer. Ja? Ja. Und mit Reini habe ich mich eigentlich von Anfang an echt gut verstanden. Der war auch in der ganzen Westtribüne ja die Geschichte eingebunden, was für Erna damals auch eine gute Präsentationsplattform war, ja, wo sie sich auch einbringen konnten, also auch was Fanvertretung betrifft. Also immer schon dieses große Miteinander. Diesen erweiterten Rahmen, den man gehabt hat, den waren ja ein irrsinnig breites Spektrum, ja, was bei Westtribüne AT tätig waren. Da waren vom bis zu unsterblich von alle Fanclubs irgendwelche dabei. Also immer mein Credo, wie ich Fanvertreter war, oder ich war ja eine Zeit lang auch Fanbeauftragter. Also der erste Fanbeauftragte, den es gab bei der Austria, also offizielle Position, die Bundesliga vergeben hat. Ja, okay. Bis 2006 habe ich das gemacht. Mein Zugang immer durchs Reden kommen die Leute sind. Ja. Egal wie deppert Leute sind, ja, wenn man mit einer redet, gibt's immer kann man es eventuell, sag ich mal, in die richtige Richtung bringen oder zumindest halbwegs kontrollieren. Ja. Okay. Deshalb habe ich auch nie ein Problem gehabt, wenn jetzt Leute dabei gewesen sind oder Gruppen dabei gewesen sind, die echt arg drauf waren. Ja. Okay. Und dass die immer den Mittelweg finden können mit jedem sozusagen. Ich glaube, ich will gar nicht Fanatics aussprechen. Es wird immer Leute geben, die gegen Olas sind, die eigenen Leute in der Fanvertretung abgeschossen haben, weil man sagt, was redest mit den Idioten? Ja? Nicht die Fanatics, andere. Ja. Also, das hat eigentlich immer gut gepasst. Okay. Ja? Also, erstes Kennenlernen mit Manni, umgekehrt Manni. Was war dein erster Moment mit dem Feli? Ja, auf der Weiß, halt als Junger, wenn wir dabei waren, so, und dann bekommen wir mit, wo die Gruppen stehen und so. Wie der Feli vorher gesagt hat, Bierfront ist immer mittig gestanden mit dem Vorsängerprotest, wo dann später unser Bereich war und dann hat es einmal das erste Abtasten gegeben und dann auswärts kommen wir irgendwann einmal ins Gespräch und so. Und ja. Dann hat sie das. Und wie gesagt, Westerbühne hat jetzt eh genug drüber erzählt. Angenähert und. Da war der Reini auch cool verankert und das ist dann irgendwie so auf uns übergeschwappt und ja, da haben wir sich in der Innenstadt beim Fortgehen. Das sind einfach so Lokale, wo wir jetzt keine nennen, aber wer ist mein und ja, so ist das ins Rangekommen. Sehr geil. Der Manni hat jetzt nach einem langen Arbeitstag, weil wir haben die ersten Worte rausreißen können. Fix, ich bin ganz ruhig. Ja, absolut, dann mach ich angenehm. Das ist ein guter Gastgeber. Ja, so in Israel hat er eh genug geredet. Das letzte Mal, glaube ich, war der dauernde Begleiter. Da kommen wir dann eh dazu. Die Sprechperlen dabei kommen. Nein, da muss er, weißt du. Na eben. Da muss er die Züge nach. Na eben, so ist es. Ja. Ja, Jungs, und schießt du gleich mal los, Manni. Ein bisschen so ein Rückblick auf die Saison, Ausscheiden im Cup haben wir schon angesprochen, ein paar Themen haben wir schon so leicht skizziert. Ja, Derby-Sieg, ungeschlagen im Derby, das liegt uns. Ja, dazu. Wobei man ja noch eines dazu erwähnen muss, was ja wirklich bitter war, für mich selbst da, das erste Mal, seit ich ja, das habe ich ja schon mal erzählt, mit meinem Sohn zur Austria gehe auf der Ost und so immer unmittelbar rund ums
Vorsängerpult irgendwo mit sich, dass ich den Mann nicht gut sehe. Und plötzlich ist er nicht da. Und das war schon arg. Da haben sich alle anderen reingehauen, aber für mich gefühlt klar, ist er mir abgegangen, das war das erste Mal für mich. Aber wie war das für dich? Du hast jetzt in 20 Jahren 2 Spiele versäumt, obwohl es eigentlich ein Heimspiel war. Genau, für mich. Ja. Also, ja, zurückzukommen. Ja, zur aktuellen Saison, wie du gesagt hast, Derby-Sieg. Überragend natürlich, war ein großartiger Auftritt, sowohl am Spielfeld als auch im Auswärtsblock. Ansonsten, ja, hat es viele schöne Choreografien gegeben. Von den Gruppen, ja, die Freundschaft zu Brünn ist vertieft worden, ebenfalls choreografisch dargestellt. Und ja, überhaupt, wenn man so Revue passieren lässt, die Spiele, vor allem auch die internationalen Heimspiele, zeigt die akustische Formkurve. Absolut. Steil nach oben, die Gruppen wachsen zusammen, man hat mehr das Gefühl, dass alle an einem Strang ziehen. Und ja, und wie auch vorher schon der Felix gesagt hat, mit der Mannschaft gibt es halt auch einen gewissen Wiedererkennungswert und das macht das Ganze aus, dass auch mehr Leute wieder ins Stadion kommen und sich motivieren. Auch wenn es eben sportlich nicht so rennt, weil der Oktober war jetzt, glaube ich, nicht der erfolgreichste, also sportlich gesehen der erfolgreichste Monat, den die Austria jetzt hinter sich gelassen hat, das Jahr. Aber wie gesagt, das ist irgendwie, kommt das an zweiter Stelle, sondern primär steht eben das gemeinsam Unaufhaltsame für uns im Vordergrund und das leben wir und lieben wir. Ja, und der zweite Spiel verpasst in den letzten 20 Jahren. Ich meine, also, da musst du schon wirklich richtig dreckig. Vor allem, weil es ja für mich im 17. Bezirk mehr oder weniger auch ein Heimspiel gewesen ist. Ich bin ja aufgewachsen gleich beim Sportclubplatz. Okay. Und habe da selber rumgekickt und so. Und ja, aber auch ich habe leider mir eine Grippe eingefangen und trotz sämtlichen Tabletten und Arztbesuchen und den größten Willen, den ich je hervorbringen wollte, dass ich schaffe. Ist sich einfach nicht ausgegangen diesmal. Kann man das jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern in irgendeiner Form halbwegs näher bringen, wie es dir in so einem Moment geht, wenn du sagst, jetzt bin ich kann einfach wirklich nicht ins Stadion gehen? Kurz vorm Tod. Kurz vorm Tod. Was überwiegt da, dass das schlecht geht oder dass du wirklich nicht ins Stadion kannst? Ein Putz ist eine Hemme, per SMS dann, ja, per WhatsApp. Die Leute zu traktieren, dass alles nach Plan abrennt, so wie wir es im Vorhinein besprochen haben. In welcher Form warst du dabei trotzdem? Ja, ist das übertragen worden? Ich bin immer dabei, auch wenn ich physisch nicht anwesend war. Aber wir waren in Kontakt, haben am Tag davor noch telefoniert, der Butz und ich, haben gesagt, so und so gestalten wir halt für unsere Gruppe den Spieltag mit Treffpunkt, Auftritt, dieses, jenes, bla bla bla. Und habe gesagt, ich versuche halt alles, dass ich auf jeden Fall dabei bin. Aber wenn es mal bei mir nicht geht, dann geht es einfach nicht. Und das war halt diesmal der Fall, aber ja, die Burschen haben mich ja auch gut vertreten. Absolut. Am Zaun und ja. Und das macht das auch bei uns aus, wenn einer mal ausfällt, dass die anderen den gut ersetzen und das ist auch so unsere Stärke und ja. Die Insider wissen, dass dem Putzi auch nicht gerade besonders gegangen ist zu dieser Zeit. Und der ist da dann trotzdem gestanden und hat sich wirklich die Seele rausgeschrien, hat sich dann auch nochmal Verstärkung geholt mit den ganz jungen Burschen, auch danke stellvertretend für alle, die da dabei waren. Das war wirklich eine coole Geschichte, Mörderstimmung. Und ihr habt euch wirklich echt alles rausgeholt. Es ist jetzt aber nicht wirklich daran gelegen, weil der Mann nicht da war, weil es mir natürlich auch nicht so gut gegangen ist, sondern es geht einfach darum, die Jungen müssen auch Verantwortung übernehmen. Ja. Wenn man merkt, so dass Jungs einfach auch auf ein Protest draufkommen oder am Zaun, dann wollen wir natürlich auch testen und schauen, ob sie mit dem Druck auch zurechtkommen. Und das war davor bei den Heimspielen schon bei 1-2, dass die Jungs aufs Protest gekommen sind. Und natürlich war das dann einfach so diese Generalprobe, oder die, sagen wir so, diese richtige Probe dann, wo man dann gesagt hat, okay, jetzt sehen wir, ob sie es nicht können. Das ist einfach nichts mehr, was überblendet. Die Jungen müssen raus, genau. Uns ist angeschlagen, ich kann gesundheitlich, ich muss aufpassen. Und sie haben es gemacht. Und deswegen sage ich auch, für die Zukunft, Vorsagen haben wir. Rein ins kalte Wasser, mehr nach dem Motto. Und sie hat ihnen die Aufregung angesehen, aber auch diese Freude, muss ich sagen. Also das ist schon ein Stolz auch für die Jungs gewesen. Für unsere Erleichterung, dass man weiß, dass man Leute im Rücken hat, die da einfach... Aber im Heimspiel, du mit Mulk, oder? War schon eine Premiere für ihn, hat mich auch riesig gefreut. Wir stehen auch, also sagen wir so, wir binden immer wieder auch Junge ein und so. Schauen wir, wir müssen auch ein bisschen für die Zukunft planen. Ich meine, der Tag X ist noch nicht gekommen. Aber man muss natürlich auch Zukunftsvisionen haben.
dass die Gruppe in allen Bereichen abgedeckt ist mit gewissen Leuten. Rechtzeitig ja. darauf schauen, dass man es hat, wenn man es braucht. Genau, das ist das richtige Wort. Nach dem Motto. Austria Wien spielt international, so haben wir, glaube ich, den letzten Podcast begonnen, 2 Monate ist her. Burschenresümee zum Quali-Spiel gegen Fenerbahce und ja, die spätere Gruppenphase. Unsere Gegner waren Lech Posen, Villarreal und Beşiktaş. Was hat es auswärts gegeben? Ja, auswärts hat es überall gegeben. Also ja. erst muss man mal sagen, ich glaube im ersten Moment, die Leute haben sich wieder, so wie es bei jeder internationalen Auslosung ist, wir brauchen Menio, wir brauchen West Ham, wir brauchen diese, wir brauchen jene. So ist halt die breite Masse, aber wer uns kennt, weiß, wir sind eigentlich keine Fans von solchen großen Mannschaften, sondern wir haben lieber Gegner auf Augenhöhe, eben wo es eben dann auf die richtigen violetten Werte ankommt und nicht eben diesen, wie sagt man, Erlebnistourismus im Stadion ja, ja, ja. Das verurteilen wir sowieso. Ja. Obwohl und, ich muss auch sagen, es ist schon ab und zu mal angenehm, wenn du mal nicht ins jüngste Bulgarien fahren musst in der Quali-Runde. Ja. Das gehört auch dazu, glaub, aber es ist natürlich mal geil auch für uns, England wenn es aber in England ist. Also, ja, vielleicht aber, mal, aber genau, wie gesagt, aber mit, Rom nicht und, so oft. Mit Rom und Mailand haben wir damals eh aus dem Vollen geschöpft, meiner Allerdings. Meinung nach. Und darum, ich habe mich eigentlich über die Auslosung gefreut. Ja, gehen wir es an mit den Gegnern. Fenerbahce, Heimspiel, Wahnsinn. Komplett. Totale Eskalation. Ist das Ganze ein bisschen aus dem Ruder gelaufen? Nein, finde ich nicht. Ich finde, das war das kommt Bombenstimmung. Vorher, nachher, Zwischentor. Ja, Zwischentor. Ich wollte gerade sagen, dass... dazu gehört, aber ich glaube, da hat man dann noch angeklopft und gesagt, so Europa, wir sind da. Jetzt absolut, also da kann man sich nicht, braucht man sich nicht genau. Und ansonsten, ja, die Gegner, Lech Posen hat es ja damals einen Vorfall gegeben, 2007, als unser Bus angegriffen worden ist, ich glaube 2007, oder? Fälle. 2007, 2008, sowas, 2008. Ja. Lexi komplettert nach. Genau. ja, Villarreal jetzt eher unspektakulär, aber dadurch, dass wir in Valencia gespielt haben, eigentlich leibende Start, haben sich auch viele fürs Auswärtsspiel motiviert und ja, mit Beşiktaş Israel an Leckerbissen. An Leckerbissen, vor allem. Auswärts, Wahnsinn, top. Top Leute, top Stadt, top Strand. Ihr schaut schon, Plus, dass ihr ein bisschen von überall was mitkriegt. Ja, daran, ich, bin nicht da, was der, ich bin nicht da, der Reise, ich bin nicht der Reiseleiter. Bist du der da immer sagt, macht er so? Naja, was der. Wir, okay. Wir haben dann einen 9er Bus gemietet und sind von Tel Aviv nach Beşiktaş gefahren. Und was weißt du, wenn du auf die falschen Leute verlässt, kommst du halt in Westjordanien raus an der Grenze. Und kannst du dann noch anhören, weißt du, dann gibt es wieder halt die typischen Vorwürfe von der Leute, die selber dann nichts zusammenbringen. Aber Ich komme jetzt ja gleich zu Wort, dann können wir es mal bilden. Aber im Endeffekt, ja, die Gruppe von uns war überall zahlenmäßig eigentlich sehr zufriedenstellend vertreten, eben bis auf Beşiktaş, muss man ehrlich sagen. Da haben wir ein bisschen Aufholbedarf. Da sind wir jetzt persönlich nicht so zufrieden, aber ansonsten, wir haben, ich glaube, großteils überall die meisten Leute gestellt und ja, wie gesagt, waren geile Auswärtsspiele dabei, auch Istanbul hat mir persönlich extrem toll. Mm, okay. War ein leibendes Erlebnis, auch leibende Stadt, Chaos pur, kranker Verkehr, trotzdem Top-Stimmung im Sektor, niemals aufgegeben. Ja. Hat jemand die gefahrenen Stunden zusammengerechnet, macht das irgendjemand? Ah, schaut er, wie lange war es in Summe unterwegs? Also die gefahrene Stunden sind ja Gott sei Dank auch einiges geflogen. Eher die Stunden, die wir runter sind. Genau. Ja, Israel war tatsächlich mit Bus unterwegs. Ne? Nein, aber die hat es gegeben, die mit dem 9 Sitz auch nach Valencia gefahren sind, aber ja, das ist ja dann aufgebrochen worden, das Wagel. aber das ist eine andere Geschichte, das werden wir irgendwann einmal nachholen. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, für mich persönlich geile Gruppenphase, geiles Quali-Spiel, Chaos pur auch in Valencia. Polizeieinsatz bei diesen Wohnungen, da haben wir sich einbildet, wir brauchen jetzt Wohnungen und kein Hotel, wir brauchen mal was anderes. Im Endeffekt ja, waren dann, weiß ich nicht, 15 9er Busse von daher, von diesen scheiß Wohnungen und der Vermieter hat nicht aufgemacht und was weiß ich. Es ist pure Chaos halt bei uns, aber am Ende des Tages fliegt man dann heim oder fährt man heim und sagt, ja, ist du geil eigentlich. Aber was die Austria uns ermöglicht hat, was wir wieder erlebt haben, was wir gesehen haben, Gruppe ist zusammengewachsen und ja, du hörst, dass ich bin nur immer heiser. Von den letzten Spielen und... Chronisch heiser, natürlich nach so einer Saison. Mittlerweile schon, ja, mittlerweile. Wirklich schon chronisch heiser. Butzis Highlight. Ja, Highlight. In der Zeit. Ich muss ehrlich sagen, international. Diese Saison habe ich die Spiele, wurscht jetzt ob national oder international, habe ich jetzt für mich persönlich zu hoch geschätzt. Mir hat eigentlich die Bewegung in der Kurve oder im Block allgemein, aber unter den Leuten eigentlich sehr imponiert. Die...
eben auch beim Fancontainer sind viele Leute zusammengekommen, einige Leute, die sich da getroffen haben, wir sind da wirklich auf leibende Themen gekommen, ähnlich wie sich wieder mal zusammengefunden, ja. Viele aus verschiedenen Blöcken, aus Nord, Süd, Ost, ja, aus dem VIP-Club, das sind halt eher meine Highlights, die Spieler sind runter, das natürlich ab dann am Spieltag, wenn wir gewinnen, aber eigentlich taugt es mir mehr, wenn wir so wie die Saison einfach fantechnisch einfach wirklich mehr auf Lager haben. Aber natürlich ganz kurz zum international einhaken, der angebliche Reiseleiter Gritz pickt sich da natürlich jetzt gleich die Sonderbohnen raus. Ja. Jetzt kommt irgendwer kritische Stimme durch. Nein, kritisch will ich nicht sagen, aber die Sonderbohnen, die sich da immer ein bisschen rauspflückt aus der Erde. Okay. Nein, ich würde allgemein sagen, international hat man einfach taugt die Istanbul-Geschichte. Erstens, weil man fantechnisch echt viel drauf war, mit einem wirklich geilen, attraktiven Gegner. Da weiß man einfach, wenn man nach Istanbul fährt, da hat man eine kleine Hölle dort. Mhm. Und vor allem mehrere Vereine. Genau, mehrere Vereine. Man braucht auch kein Spielgegner. Genau. Man braucht auch da irgendwie, man ist gerade dann dort noch mehr motiviert, auch wenn wir noch so wenig vielleicht sind. Man ist einfach dann nochmal die Schippe mehr motiviert und denkt sich, vielleicht sind sie alle im Arsch. Ja, wir sind aus der Wien und wir lassen uns von niemandem einschüchtern. Und das, was der Mann nicht erwähnt hat, wir sind am Flughafen gesessen in Istanbul, war natürlich klinisch tot dort. Wir waren, glaube ich, weiß nicht, 50 Stunden durchgehend munter, oder weiß nicht, was waren wir, 30 Stunden durchgehend munter oder so. Wir haben da nicht Standort, nicht, halt, ja. Genau. Wir sind da nicht wirklich zum Schlafen gekommen, wir haben natürlich dann noch in der Nacht, das Nachtleben ein bisschen erkundet, ein bisschen was getrunken. Und am Flughafen, wenn wir gesessen sind, haben wir natürlich das über das Nachtleben erkundet, ist auch schön gesagt, oder? Ja, also ich habe es erkundet, die anderen haben geschlafen. Auf jeden Fall sind wir dann noch zusammengesessen. Und haben am Flughafen kurz philosophiert, wie wir kriegen können, aber interessant ist. Mhm. Und genau die drei Mannschaften oder diese drei, vier, fünf Mannschaften, die wir gesagt haben, die könnten wir kriegen oder die würden wir sagen, die typische Gegner für uns sind, da sind drei eingeschlagen. Das war dann wirklich Villarreal, das war dann Becheva und Posen. Also genau die drei, die wir eigentlich angesprochen haben, der Mann und ich, dass die genau kommen. Ist natürlich ein Wahnsinn, ja. Aber das ist ja das, die Leute sehen die Gegner, die genau. Und du sagst schon, wir brauchen West Ham, wir brauchen dieses, wir brauchen jenes. Und wer unser Losglück kennt, auch damals Champions League und so, also Losglück und Anführungszeichen halt, weißt du, bekommen dann halt immer diese Bummel halt. Das ist typisch für uns, weißt du. Aber ich muss da trotzdem das sagen, das hat aber gesagt, genau wir kriegen dieses Israel, wir kriegen diese Villarreal. Die aber es hat saisontechnisch genau passt. Es hat wirklich passt. Aber von den Auftritten her, man hat trotzdem gesehen, obwohl die Gegner nicht überattraktiv waren, alleine in Posen, weil ich mir denke, damals waren wir 50 Mann, jetzt waren wir, weiß nicht, wie viel waren wir? 6 Busse. Ja, 6 Busse, boom, voll, ja. Chore und. Also man sieht allein schon die Jahre, was sich da entwickelt hat, ja. Das allein, das hat mich schon taugt. Israel war für mich einfach das Highlight, auf das habe ich mich schon extrem gefreut, ja. Okay. Und so spanische Gegner, wenn es jetzt nicht gerade Real oder Barca oder sowas ist, interessiert einfach keinen, ja. Weil es einfach ziemlich zar ist dort, ja. Und da sind trotzdem genug Kleidung gefahren und das hat, glaube ich, ganz Europa über uns gesprochen, die in Spanien sind immer verzaubert von uns, ja. Da muss ich kurz einhaken, haben wir sogar die Welle gemacht dort, weißt du, obwohl wir dort abgeschossen worden sind. Mhm. Und das haben wir dann gleich mitgenommen nach Israel und haben dort mit 150 Leute genau. Begonnen, die Welle zu kreieren. Mhm. Und das ist dann auch durchs Beersheba Stadion gegangen. Ja. Fehle sogar, wenn es den taugt, dass der Ultrasupport dann. Genau. Dann warst du, wo wir stehen mit Wahnsinn. Das ist das, was ich gemeint habe, dieser Auftritt. Oder, sind international wirklich positiv. Mhm. Unbekunde, ja, was wir in der Vergangenheit ja immer wieder nicht gemacht haben. Da ist das Negative immer hervorgekehrt worden, meistens mehr von der eigenen Presse als von der internationalen Presse. Da was du einen gewissen schlechten Namen hast, wirst du auch überall schlecht empfangen. Ja. Da erwartet also, man es schon fast, ne? Ja, ich habe es ja selber erlebt. Ja. Das ist ja wurscht gewesen. Du bist gebrandmarkt, ja, und egal wo du hinfährst, international, bist du auf jeden Fall mal der Arsch. Ja. Der Ruf hält halt voraus. Also, ja, klar. Also auch für dich, Feli, zusammengefasst, Europacup, ich meine, es waren schon so wirklich, was du denkst, da war doch was gegangen, oder? Ich schere jetzt einmal aus von dem, was ich sage. Also mir war auch der Enkel in der Show sehr recht. Ich bin ein alter Insulaner. Ja, muss dazu sagen, immer den englischen Support und den englischen Fußball geliebt. Ja. Englische Nationalmannschaft, weiß ich nicht, wie oft international gesehen. Also mit dem England-Support, das gab auch auswärts gefahren. Nicht? Und cool. Wir haben jetzt mittlerweile schon 28 Jahre nimmer mehr auf der Insel gespielt. 1994 war das letzte Mal gegen Chelsea. Ja. Okay. Und ich
da war ich damals auch, das war damals noch die alte Stamford Bridge, ja. Und West Ham war schon leibend gewesen, auch als Ticketzähler, ja, für uns selber, für da war die Hütte bombvoll gewesen, ja. Jedes Mal wirklich bis am letzten Platz, du brauchst nur auch so eine Mannschaft dabei und sei es nur West Ham und die kannst du auch schlagen. Ja, da hast du sportlich auch eine Chance, ja, weil das sind keine Wunderwutzis. Stimmt, Mann, oder? Ja. West Ham? Unser Präsi hat eine Dauerkarte bei West Ham, ja. Ah, okay. Und der sieht sie regelmäßig, weil er regelmäßig in London ist, ja. Und sagt, das ist jetzt kein. Also, Villarreal ist im Vergleich eine Übermannschaft, ja. Okay. West Ham kannst an einem guten Tag auf jeden Fall mehr daheim schlagen, ja. Auswärts ist vielleicht was anderes. Also, das ist mein Zugang. Ansonsten, ja, die Auslosung war, bis auf das, dass ein Engländer gefällt hat, war halt okay. Mhm. Ich war auswärts nur in Israel, aber jetzt auch, weil ich dort noch nie war. Ja. Zu dem Zeitpunkt haben wir nicht gewusst, dass da um nichts mehr geht. Wir haben Ende August gebucht, alles. Ich war, wie gesagt, noch nie dort, ich war restlos begeistert. Von dem Land, von den Leuten, von der Stadt, von der Geschichte. Absolut. Ganzen Horrorgeschichten, die ich im Vorfeld gehört habe, da hat sich überhaupt nichts bewahrheitet. Ja. Wirklich nicht. Also, ich fahre dort sicher fix, wenn man in Tel Aviv strahlt. Das ist extrem leiwand, wenn du das bei einer Auswärtspartie mitnehmen kannst. So eine Geschichte. Ja. Im November. Im Meer Boden, ja, das ging jetzt deppert, ja. Ja, stimmt. Weil es ist jetzt Fußballfans, ja, die gehen ja nur zum Wirten und ins Stadion, ja. Auch, ja, haben wir auch gemacht, ja. Wir sind dann die halbe Nacht beim Wirten gesessen, ja, in Tel Aviv, ja, war auch kein Thema. Aber warum soll man sich nicht am Strand anschauen lassen als Fan? Du hast Kultur und du liegst am Strand, zwitscherst ein paar Bier, haust ins Wasser, ja, und denkst dir, Alter, daheim fühlen sie sich gerade das Arschloch ab und das ist super, ja. So ist es. Schickst leibende Fotos über WhatsApp und quälst deine ganzen Haberer und Arbeitskollegen mit Fotos vom Bier mit dem Meer im Hintergrund, Sonnenuntergänge, dass die Tür nicht mehr zugeht. Ja, und du hast so ein Schlimmeres Gerade, geben, wir oder? Wir haben eine Jerusalem-Partie gemacht, wo ich auch schon immer hin wollte, ja, und sie sich nie ergeben hat. Das sind so Punkte, wenn man, ich bin auch geschichtlich interessiert. Ja, das musst du einmal mitnehmen. Ja. Du musst einmal bei den Pyramiden gewesen sein, ja, in Ägypten, wenn du so bist wie ich. Du musst einmal in Jerusalem gewesen sein. 4000 Jahre Weltgeschichte. Und der Stadt, mein Fanatics, glaube ich, wenn sie nicht das verstehen. Genau, Fanatics. Das war echt cool. Also ich war von der Fahrt wirklich restlos begeistert. Das Match war bei 2-0 vorbei. Ich habe mir eh nichts erwartet. Ja. Ja. Das ganze Umfeld, die Fans waren gemütlich, ja, da hat es überhaupt keine Probleme gegeben. Ja. Wir waren vor dem Match, da haben sie so einen Fantreff gehabt auf einer Ecke. Da habe ich von der Weiten geschaut. Naja, da stehen ja nur Rote und Matuma, schauen wir mal hin, weil vorsichtig muss man immer sein. Ne. Dann kommen wir hin, stehen natürlich schon 20 Violette. Ja. In der Mitte von diesem Fantreff, ja, beim städtischen. Zwitschern die Bier, mal gedacht, okay, da sind wir safe, da können wir bleiben, Bier her und gehen wir. Und haben wir uns dort einmal zwei Bier reingehauen und dann sind wir ins Stadion reingegangen. Und es war lässig, ja. Du hast gesagt, mit 150 Leuten dort Spaß gehabt, ja, und bei 4-0 immer noch Spaß gehabt, ja. Absolut. Und natürlich freust du dich nicht, wenn du verlierst 4-0, ist keine Frage, ja. Klar. Aber das Rahmenprogramm war entsprechend. Es waren noch alle Generationen von der Fanszene vertreten. 2-0 hätte auch gereicht. Ja. Klar, das braucht man nie. Aber nachdem es ja eben nichts mehr gegangen ist, hat sich die Enttäuschung jetzt in Grenzen gehalten. Da war jetzt eher wichtig, wie schnell komme ich von dort in die Stadt. Zum Beispiel checken. Da war es ja schon Mitternacht. Ja, klar. Dass da noch hinten findest die offen hat. Ja, dort im Gegensatz zu Tel Aviv, dort haben sie wirklich die Gehsteige aufgeklappt in der Nacht. Da hast du ja wirklich nur mein Modell was zum Saufen gekriegt. Ne. Okay. Das dann absolut ausreichend. Also war genug, Thema, ne, genug da. Ja. Ja, dann hoffen wir natürlich auf eine erneute Meistergruppe, um die Möglichkeit zu nutzen, wieder international zu spielen. Das Ganze. So hoffen wir mit unserem Trainer, der hat aktuell keinen neuen Vertrag, um ein bisschen das Thema jetzt in die aktuelle Situation wieder zu bringen, was gerade immer wieder zu hören ist. Manfred Schmidt, wie gesagt, noch ohne neuen Vertrag.
Vorab dürfen wir aber auch verraten, dass ihr für das letzte Heimspiel am Sonntag ein bisschen was geplant habt. Wie seht ihr die aktuelle Lage da jetzt gerade? Also, wie gesagt, ich kenne in Manni Schmidt noch als Spieler, wo ich schon das Bull ins Stadion gegangen bin. Ja. Wie gesagt, violette Legende, Urgestein, durch dessen Adern auf jeden Fall violettes Blut fließt. Hat die Mannschaft, glaube ich, in einem komplett katastrophalen Zustand damals übernommen. Mit dem Wissen, dass sehr wenig sportlich weitergehen wird, auch wenn man die finanziellen Ressourcen mit einbezieht. Aber was aus der Mannschaft gemacht hat, ich meine auch jetzt, wenn nicht jede Partie gewonnen wird oder jede Partie vielleicht so abläuft, wie sich die Leute wünschen würden, aber man muss halt der Realität nahe bleiben und sagen, man kann durchaus zufrieden sein, das ist eine junge Mannschaft, mit der arbeitet und ja, es wird gekämpft, es wird gespielt, es wird gerackert. Schaut halt ab und zu auch nicht das Beste raus, aber mit dem sind wir zufrieden und das ist, glaube ich, seine Handschrift. Und darum stärken wir ihm auf jeden Fall den Rücken. Und werden auch ein Spruchband anfertigen, das darf man verraten fürs letzte Heimspiel. Und noch einmal lautstark kundgeben, dass wir uns erwarten, dass der Vertrag am Tisch liegt für ihn. Ich glaube auch allgemein, dass wie dieser Umschwung war, nach der ganzen Kretschmer-Tragödie, war einfach, glaube ich, der Lichtblick einfach Manfred Schmidt, muss man einfach ganz ehrlich sagen. Das war derjenige, der seit Jahren irgendwie gefordert wurde von den Fans, oder sagen wir so, gewünscht wurde. Und da kommt er wirklich. Ja. Das ist auch die Personale, die nicht viel ausmacht. Natürlich, dann klappt das Ganze auch noch, das geht noch auf, das Ganze. Ich glaube aber, die Austria tut sich gut dabei, wirklich den Vertrag zu verlängern, ja, und da keine Steine wegzulegen, weil einfach an ihn wirklich auch sehr viel von dieser Euphorie oder von dieser letzten Welle, die jetzt einfach wirklich durch das Stadion gegangen ist, hängt. Ja. Und wenn er nicht mehr da ist, glaube ich schon, dass vielleicht ein Teil der Fans doch wieder in gewisse alte Muster zurückfallen und sagt, ja, es könnte doch wieder mal sein wie früher, ja. Jetzt kommen wir wieder in diesen alten Bock rein, auf den wir keinen Bock haben. Ja. Auch der Verein wird wieder in alte Muster verfallen, genau, das jetzt ist wieder das. Jemanden wegzugeben, genau. Der gerade angekommen, genau, ist. Und man spricht ja vor seinem Antritt durch und auch mit dem Ort die Kontinuität und das muss einmal alles so bleiben und dann würde man das wieder. Es gibt ja eigentlich überhaupt keinen Grund, das nicht wieder zu unterschreiben, oder? Man muss auch immer aus der Sache sehen. Es gibt natürlich Leute, die Geld investieren und sagen, so, wir wollen sportlich, ja. Ja. Diese Spieler haben vielleicht den Weg gehen, ja, da geht es nicht mal darum, dass man jetzt um einen Mastertitel redet, sondern man möchte sportlich einfach was verändern am Spielsystem, wie auch immer. Man schätzt einen anderen Trainer vor. Das soll so sein, das weiß ich, dass das so sowas gibt. Das ist auch legitim für Vereine, dass man auch da mal überlegt, auch über die Geldgeber. Aber im Endeffekt wirklich, es wäre für die Austria ein ganz schlechter Zeitpunkt, den Herrn Schmidt abzugeben. Ja, also das wird in der Euphorie taktisch unkluger Schritt. Genau. Es ist einfach in der jetzigen, das wäre nicht nachvollziehbar eigentlich. Es ist aber in der jetzigen Phase ein Todesschlag. Ja. Da schlagst du einfach den Kopf ab, ja, weil einfach, ich glaube auch, dass die Spieler, wenn man das merkt, diese Energie in der Mannschaft, ja, die wird einfach auch wegbrechen zum Teil wahrscheinlich und in der Fanszene auch. Also ja, das wäre ganz schlecht, wenn er gehen muss. Für junge Spieler ist das auch immer, glaube ich, ne? Dass der doch so eine Bezugsperson im Trainer und ich glaube, der ganze Staff rund um Manfred Schmidt, ja, oder? Zum Beispiel Dominik Fitz, ja. Ja. Wann er Karriere macht, noch, ja, hat er sich Manni zu verdanken. Weil jeder andere Trainer hätte ihm hundertprozentig fallen lassen. Der Manni hat ihm die letzte Chance gegeben und hat ihm gesagt, wo es lang geht. Ja. Der hat's aber genutzt, und der Tommy, ne? Hat es drauf. Ja, das hat er immer drauf gehabt. Und er hat es aber unter Manni erst kapiert, um was es geht. Ja. Ja. Und das ist das Geheimnis. Ich meine, ich kenne Manni jetzt schon seit gefühlten 1000 Jahren. Wir sind echt gute Freunde. Ja. Okay. Wir haben, seitdem er von der Austria damals weggegangen ist, immer Kontakt gehabt. Ja. Wie er nach Deutschland gegangen ist, weiter Kontakt gehabt. Er hat mir von sich aus seine Telefonnummer geschickt aus Deutschland. Mhm. Immer geschrieben und ab und zu telefoniert und so weiter. Ja. Deshalb bin ich jetzt auch nicht wirklich die richtige Person, weil ich kann das nicht objektiv betrachten, ja, oder beleuchten. Ich bin absolut befangen, was das ist, ja. Weil er ist für mich der absolute Top-Trainer bei der Austria. Das war er 2013 schon. Ja. Leute, die damals dabei waren, haben damals schon gewusst, dass er eigentlich der Mastermind hinter diesem Titel war. Mhm. Ja. Mhm. Viel mehr dazu beigetragen hat als der Peter. Ja. Mhm. Ich will Peter seine Rolle jetzt nicht abspielen. Ja, der Manni war damals schon wirklich, und das haben die Leute bei der Austria gewusst. Ja.
die das da, die damals verantwortlich waren. Und das ist das, was ich den Leuten auch heute noch vorwirfe, dass man eben zweimal in den Jahren, ich sage es wirklich auf Deutsch, verarscht hat, ja, indem er gesagt hat, hörst, da ist sogar der Wohlfahrt einmal aufgefahren zu ihm und haben über Verträge geredet und so weiter. Ja. Das hat er mal geschrieben. Ja. Mhm. Und dann ist wieder nichts gewesen. Ja. Und dann zwei Jahre später dasselbe Spiel wieder. Und dann hat er gesagt, nein, Alter, ich kann jetzt nicht mehr warten. Ich kriege von der Austria keine Antwort. Ich unterschreibe jetzt die Geschichte. Und da ist er dann Scout bei Köln geworden. Das war nach Dortmund. Ja. Da war er auch wieder im Gespräch. Ja. Ich habe es ja bis zur letzten Minute nicht geglaubt, letztes Jahr, dass er wirklich kommt, ja, weil er hat von sich aus überhaupt nichts auslassen, ja, nicht einmal andeutungsweise. Mhm, ja, also, wenn er gesagt, ein Augenzwinkern geschickt per WhatsApp oder null. Also, ne? Da muss man wirklich sagen, da war echt gerade, was die Kommunikation betrifft, nach außen, jetzt wirklich niemanden in irgendeiner Art und Weise angedeutet, ja, obwohl er es eh schon gewusst hat, dass es wird. Ja. Aber eben gewartet, bis es wirklich offiziell ist. Ne? Und ich weiß, das beste Zeichen, dass einer auf der Position passt, ist, ja, wenn Leute, die jetzt zwar Austria-Sympathisanten sind, aber nicht ins Stadion gehen, oder noch nicht ins Stadion gehen, kommen und sagen, erst, was ist denn bei uns schon wieder? Was brauchen wir da schon wieder? Sinnlose Trainerdiskussion. Ja, völlig. Ja. Das daneben. Ist für mich der beste Beweis, dass das passt, ja, wenn sich sogar Leute mit dem Thema auseinandersetzen, die jetzt nur ab und an einmal am Platz gehen, ja, die ich noch nicht überzeugt habe, dass sie kommen und sich ein Abo kaufen, ja, und Mitglied werden. Ja, was du somit gerade tust, ja, sozusagen. Vor allem diese ewigen Trainerentscheidungen. Absolute Katastrophe. Diese skurrilen Personalentscheidungen waren eh über Jahrzehnte ein ewiger Begleiter bei uns. Ja, leider schon was ein bisschen schlechtes Markenzeichen. Ja, fix. Das war für uns mehr Trainer wie Saisonen schon langsam. Das ja, Wahnsinn. Das ist, ja, vor allem jetzt würde man wirklich etwas, was gerade entsteht, ja, den Rasen beim Wachsen quasi entwurzeln. Ne? Das wäre wirklich. Deshalb Vertrag verlängern jetzt. Genau. Ausrufezeichen. Verlängern und nicht darauf warten, dass wir uns qualifizieren für einen internationalen Bewerb, weil dann verlängert er sich ja automatisch. Ne? Genau. In diesem Sinn, die Fangemeinschaft spricht sich stellvertretend über die Fanatics ganz klar aus. Der Manfred Schmidt muss bleiben. Gibt es eigentlich nichts mehr dazu zu sagen. Wir können nur darauf hoffen, dass es auch so bleibt, weil wir ja schon ungefähr wissen, was dann wieder los wäre. Da habt ihr ja richtig völlig. Richtig erkannt. Jetzt gehen wir wieder kurz einen ganzen Schritt zum internationalen Fußball. Jetzt haben wir also eine internationale Fanlegende da, der ja gefühlt alles weiß aus dem Fußball-Fanleben. Stichwort WM in Katar. Sehr umstritten, nicht nur die Jahreszeit, sondern vor allem das Austragungsland. Jungs, wie steht ihr da dazu? Zum Thema Katar, da gibt es mehrere Probleme, obwohl man ganz klar auch im Vorhinein sagen muss, das hat auch bei anderen WM-Entscheidungen ja, schon gekaufte Stimmen gegeben. Ja. Mhm. Also da muss man auch ehrlich sein, das hat auch schon andere Leute gegeben, die für andere Länder gestimmt haben, weil da vielleicht Kuvert gerannt ist irgendwo. Was mich bei Katar persönlich stört, ist nicht nur, dass dieses Land nichts mit Fußball zu tun hat, das heißt, man baut eigentlich wirklich von 0 auf 100 alles auf, sondern einfach die Intrigen, die in diesem Land seit 20, 30 Jahren geplant waren, ja, die einfach auf dieses Thema hingearbeitet haben. Das ist ja nicht etwas, was du sagst, so am Montag entscheidest, dann machst du eine WM und am Freitag hast du das. Ja. Das ist seit Jahren geplant. Das heißt, man hat sich da über Jahre hinweg in verschiedenste politische Länder eingekauft, eingearbeitet. Ja, bestes Beispiel ist Frankreich. Ja, dass man da sich nicht nur Stimmen erkauft hat von ehemaligen Legenden, wo man wirklich so wie der Fälle mal ein Kind war oder Jugendlicher, der mal Sticker gesammelt hat oder was auf die gekauft hat, wo man jetzt einfach enttäuscht ist, sondern da geht es auch wirklich darum, dass der auch politisch einiges getan hat. Da geht es darum, dass Kampfjets ja, irgendwie verkauft werden. Ja. Das heißt, die ganze Geschichte hinter diesem Katar ist ja so weitläufig, das hat sich über so viele Jahre hinweg aufgebaut, also von 10 Jahren kann man da gar nicht reden, man redet schon von längerer Zeit. Das heißt, da ist einfach politisch so viel passiert, so viel Machtgeschiebe. Und man kann nur, also ich kann immer nur das eine dazu sagen, da geht es sich darum, dass die Stimme verloren gegangen ist, ja, bei der
bei der Entscheidung, dass man Katar nimmt, sondern die Jahre davor waren einfach schon das Problem. Wenn man da einfach sieht, wie viele Politiker, aber auch Fußballer, ja, die sagen, sie lieben das Ganze, ja, und sie sind immer die Moralapostel, sage ich jetzt einmal, immer böse gemeint. Genau diejenigen haben eigentlich das Ganze verraten, aber schon wirklich weit vor dieser Bekanntgabe, dass es Katar wird. Ja. Und man sieht aber auch, welchen Einfluss und wie geldgeil oder wie gierig die Leute eigentlich sind auf das und wie schlimm es einfach dann ist, wenn man dann auch die Dokumentationen sieht, unter welchen Umständen Menschen arbeiten müssen für Geld, 150 Euro, die sie aber nicht ganz kriegen, ja. Dann ist das Geld angeblich angekommen worden und dann stecken sich da irgendwelche geldgeilen Investoren und Politiker Geld ein, ja. Und wie gesagt, für mich ist es einfach nur schlimm, dass man das seit 20, 30 Jahren geplant hat. Genau, ja. Das am Nacken von dem Sport eigentlich. Den wir leben. Das wollte ich gerade sagen. Da stehen überhaupt nicht mehr im Vordergrund. Und politischen, ja. Exzesse und so kennt man, ist natürlich auch außerhalb, Geschäft, des, ne? Genau, außerhalb des Sports und so zu verurteilen, beziehungsweise wir sind da eigentlich große Gegner auch von dem Ganzen, aber natürlich jetzt mit dem, im Zusammenhang eben mit dem Sport, den wir so verehren und lieben und selber gespielt haben und wöchentlich besuchen und bla bla bla, wird da ganz, das Ganze eben noch nach oben geschaukelt und legt einfach noch ein Schipperl nach und drum. Sind wir einfach auch der Meinung, dass man da nach außen hin, also nicht jetzt nur wir speziell bei der Austria, sondern einfach alle Gruppen in Europa, in der ganzen Welt zeigen müssen, dass man das nicht will, dass man das boykottiert. Eben, dass man dazu aufruft, dass sich die Leute das nicht anschauen im Fernsehen, dass man seine Zeit vielleicht besser nutzen sollte. Und ja, einfach mal für sich selbst auch so nach innen zu gehen und sagen, auch wenn mich jetzt, vielleicht weiß ich nicht, wer das spielt, Spanien, Brasilien, vielleicht vom Sportlichen her interessiert als objektiver Fußball zu sehr, einfach zu sagen, na, die WM in Katar. Der war ein Christkindl, Mark. Genau. Ja. Man wollte den eigentlich auch verurteilen, also dieser ganze Weihnachtskommerz ist auch nicht meins, aber Spaß beiseite eben, dass man da ein Zeichen setzt und wir werden auch jetzt beim letzten Heimspiel gegen den WRC spruchband technisch was raus und darauf aufmerksam machen, auf diese Materie und jeden halt am Weg mitgeben, eben dass man sich nochmal Gedanken machen sollte, eben wie diese WM zustande kam, wie es der Putz eigentlich schon ziemlich ausschweifend jetzt zusammengefasst hat. Und ja, wir wollen einfach die Leute zum Nachdenken und eher zum Mitdenken, sagen wir so, auch animieren. Das sehen wir in unserer Rolle auch als Ultras und ja. Felix, oder ganz kurz, es geht gar nicht darum, dass das jetzt im Winter ist, ich meine, das ist schon bescheiden genug, sondern. Höflich ausgedrückt, ja. Weil man hat ja ursprünglich bei der Vergabe ja noch im Sommer geplant. Genau. War ganz klar die Förderung für Sommer. Was ja schon absolut pervers war. Ja. Dann ist man draufgekommen, okay, es ist ein bisschen heiß in der Wüste im Sommer, dann spielen wir es im Winter. Ne? Was man jetzt weiß, wie die Vergabe überhaupt zustande gekommen ist, dass es immer erst im letzten Augenblick durch eine Beeinflussung von Nicolas Sarkozy gegenüber Michel Platini passiert ist, dass sich der umdrehen hat lassen aufgrund der Milliarden, die da geflossen sind, das weiß man erst seit knapp einer Woche in Wirklichkeit. Ja. Der Schneckau hat das ganz gut gesagt. Ja. Der Fehler war, die WM überhaupt dorthin zu vergeben. Das hätte einmal gar nicht passieren dürfen. Ja. Eine Fußball-WM war immer was Besonderes. Seitdem ich mich erinnern kann, das ist Argentinien 78. Da hat man die Hintergründe natürlich damals auch nicht hinterfragt, Militärdiktatur. Tausende verschleppte Tote, die man vom Flugzeug aus ins Meer geworfen hat und so weiter. Das hat damals kein Mensch gewusst oder hinterfragt oder was auch immer. Es war halt einfach so. Ja. Das ist der erste Sündenfall schon der FIFA gewesen, dass ich damals eine WM in eine Diktatur vergebe. Ja. Na klar, der Medienfluss war noch nicht so jetzt. Ne? Noch nicht um so viel Geld wie heute. Mhm. Ja. Aber WM war trotzdem immer irgendwas Besonderes. Ja. Ob du das jetzt im Fernsehen gesehen hast, ja. Oder wie ich dann ab 1990 war meine erste Fußball-Weltmeisterschaft gegen Italien im Olympiastadion in Rom, unvergessliches Erlebnis. Ja. Vor allem in dem Bereich, im normalen Publikum damals, da sind ehemalige Nationalteam-Spieler gesessen, Walter Schachner, Bruno Beitzer, der Ernst Happel ist zwei Reihen vor mir gesessen. Okay. Die sind damals nicht einmal im VIP-Club gewesen, sondern im Fansektor. Das gab es in der Form. In der ausschweifenden Form, dass jetzt jeder VIP-Karten hat, der mal irgendwo gekickt hat, gab es damals. Und das war super. Wirklich. Rom und Florenz, 98 Frankreich,
war auch was Besonderes, weil ich selber dabei war, mhm. in Österreich auch dabei war. Deshalb war die TVM auch immer was Besonderes. Als Zuschauer, neutral, wenn du daheim gesessen bist vom Fernseher. Ich bin mir sicher, dass es heuer nicht so sein wird. Ich meine, früher, du hast einen Plan, wann sind die Match, ja, wann triffst du mit den Haberer, wann gehst du zum Wirten, schaust du die Partien gemeinsam an oder wann musst du daheim sein. Du hast ja nichts vor Samstag, das ist bei der WM definitiv nicht ja, die so. Vorfreude ist gar nicht da, ne? Das ist, wir spielen am Sonntag nächste Woche um 20.45 Uhr gegen Italien. Ja, so Nationalteam, bin sehr Nationalteam auf jeden Fall mhm. schon gewesen, zur Austria dazu. Und die WM-Eröffnung ist 3 Stunden vorher, das Eröffnungsspiel. Ja. 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 Das sagt er eh schon alles. Ja, völlig ne? richtig. Ich möchte ganz kurz zu der WM was sagen, bevor wir das Thema dann langsam abschließen. Was ich aber ganz besonders schlimm finde, ist in diesen Punkten erst ein paar Wochen her, die Austria hat sich genau mit diesen Herrschaften ja, ausgemacht, das Spiel oder die Spiele, die Testspiele hier zu machen bei uns im Stadion. Das ist ein kleiner Club, die Austria auf der Welt, aber man sieht einmal, dass da sogar Leute gibt, ja, die dann ihre Aussagen nicht so meinen. Und dann ist es noch schlimmer, wenn man sich die ganz großen Clubs eigentlich noch mehr breite Masse erreichen, die dann sowieso auf solche Themen scheißen. Ja? Also für die Medien ist es gut zum Zeigen, aber eigentlich stehen sie gar nicht dazu. Ja? Es geht sich ihnen anscheinend am Arsch vorbei. Und das ist das, was mich halt so persönlich stört, weil... Du hast gerade bei uns im Stadion gespielt und ist eigentlich eh fast so gut wie untergegangen. Ne? Ich wollte gerade dasselbe sagen, vielleicht spricht man da ein bisschen aus dem Mund aus. Das haben sie eigentlich sehr geschickt unter den Tisch gehört. Ah, die Medien haben jetzt nicht gerade so, wie jetzt großartig darüber berichtet. Also das ist eigentlich, wenn es jetzt nicht dich wirklich interessiert hast dafür, ja, hast du das hat's eigentlich gar nicht mitgekriegt. Aber das Problem ist, und das muss man schon sagen, die Wochen davor, das ist das, was mich persönlich stört, man kann nicht ja, immer da die Keule rausholen und jeden ja, Katastrophe und Arsch und gegen Fenerbahce wurde sich sogar entschuldigt bei den türkischen Fans, ja, obwohl bei denen auch ein paar Koten dabei waren. Ja. Da wird halt immer brav die Werbetrommel gerührt als der Saubermacher und keine Ahnung was ja, und weiß nicht was alles. Ja. Und da ist der Ortlech natürlich federführend, leider Gottes, ja, von dem ich mir eigentlich mehr erwarte. Der war Kapitän bei unserer Mannschaft, muss eigentlich eine Persönlichkeit sein, der dann ständig sagt, na, das sind unsere Werte und da darf nichts drüber gehen. Und dann haut er medial Werte raus. Und da muss ich aber leider wieder sagen, da bin ich bitter enttäuscht, ja, dass genau solche Leute da mit anderen Leuten eigentlich zusammensitzen, Verträge machen. Ja. Das ist ein Widerspruch an sich. Nein, das ist, aber da merkt man, na, da merkt man ja. das Geld. Da merkt man das Geld. Aber wie gesagt, das ist ein kleiner Club. Ja. Und da ist es schon schlimm. Aber ein großer Club, ja, so wie Paris oder wer auch immer, ja, die eigentlich für einen weltoffenen, bunten, attraktiven Fußball stehen, ja, solche Leute dann an Land sind, tut mir leid, da habe ich dann null Man muss ganz einfach zu einer das Sache stehen. Das ist ein dieses Business, zu einer Sache das stehen. Ist das Ganze ist zu einem Business geworden. Ja. Wie auch immer, lassen wir das jetzt mal stehen, wollen wir jetzt nicht, wir wollen ja trotzdem in Frieden mit unserer Austria weiter kämpfen. Bevor wir jetzt zu den letzten Spiel kommen, zu den letzten Vorbereitungen. Butzi, wir haben jetzt in den letzten Malen sehr oft über unseren Fan-Container gesprochen. Jetzt ist er endlich da. Erstes kurzes Resümee. Ganz kurz und knackig. Es dauert eh schon etwas lang, der Podcast. Der Fan-Container hat die ersten Spiele genau das erfüllt, was wir uns eigentlich gewünscht haben. Herantasten von anderen Tribünen, von Leuten, die vielleicht jetzt nicht so direkt mit der Fanszene zu tun haben. Man hat einfach gemerkt, dass jetzt wirklich ein bunt gemischtes Publikum da ist. Wirklich immer gut gefühlt der Fan-Container. Okay. Jetzt ist halt ganz klar die Richtung, wir müssen mehr machen, aktiver werden dort, ja. Mehr Themen vielleicht aufarbeiten, Infos und. Das ist jetzt der nächste Weg. Okay. Wie jetzt auch am Sonntag, wenn wir keinen Jahresabschluss machen, also wirklich vom ganzen Jahr 2022, werden wir ein bisschen so Fotokollagen machen, ja. Wir werden da mit den Leuten das Gespräch suchen. Also der Container hat bis jetzt das, was wir uns erhofft haben, erfüllt. Okay. Aber natürlich, damit geben wir uns nicht zufrieden, sondern es muss immer mehr und immer weitergehen. Sehr fein. Gibt es da irgendwelche notwendigen Unterstützungen, die ihr noch in irgendeiner Form braucht? Oder? Unterstützungen in dem Punkt derzeit jetzt einmal noch nicht. Was wir auf jeden Fall vorhaben, ist dieses Jahr noch so einen kleinen Jahresabschluss, ja, vielleicht sogar mit einer Spendingschicht, das sind wir jetzt aber noch nicht den klaren, weil es natürlich auch zeitmäßig geht, da muss jetzt mal ein bisschen Zeit mit der Familie machen. Ja. Aber wir werden schauen, dass wir vielleicht noch mal spendenmäßig auf die Beine stellen, gewandtechnisch hauptsächlich. Und da werden wir dann einen kleinen Abschluss machen beim Fan-Container. Aber wie gesagt, Hilfe ist immer, wenn man kommt, wenn man seinen Becher, den man
austrinkt, vielleicht mal dort lässt. Mhm. Wir sammeln das eben für kleine Aktionen, dass wir okay. wieder was machen können. Das ist schon Hilfe genug. Das ist eine coole Sache. Und wenn man natürlich seine Haberer mitzahlt, seine Frau und sein Kind, umso besser, dann macht das Ganze mehr Spaß. Sehr fein. Also da auch da wird es wie immer frische News geben. Letztes Spiel WRC. Ja, vor dem, nach dem Heimspiel ist vor der Winterpause. Buzimani, Feli, ja, jeder einmal so ein bisschen, wie wird hier das angehen, das letzte Spiel und dann die Vorbereitung für die Weihnachtszeit, die wir ohne WM verbringen werden, haben wir gesagt. Oder halt, ja, ohne WM ist so, oder? Wenn wir dazu stehen, stehen wir dazu. Und ja, sagt einfach ein bisschen, Familie, wie wird es ausgehen? Ja, würde ich gleich mal anfangen, dann knüpfe ich an. Wie gesagt, das letzte Heimspiel WRC werden wir beim Fancontainer so nutzen. Wir werden schon ab 10 Uhr aufsperren, den Fancontainer. Wir werden diesmal mit mehr Bänken und mehr Tischen dort bereichern, weil wir einfach wissen, dass noch mehr Leute kommen. Ja. Wir werden dort ein Foto-Update machen, dank Weltklasse-Fotos vom Harry. Haben wir da genug Material, dass wir da einfach ein leibendes Ding machen, leibende Fotokollagen. Ich hoffe, dass wirklich einige kommen. Ich hoffe, dass man da noch ein paar leibende Gespräche führen dort. Und natürlich, der grüne Abschluss ist jetzt im Heimspiel gewinnt gegen den WRC. Was gibt Schöneres, wie das Jahr abschließt mit einem Heimsieg? Allein in der Stimmung. Und hoffentlich nach dem Spiel ein paar kühle Bierle noch. Vielleicht sogar mit Fälle, wenn es nicht zu viel aufregt, den Fälleentscheidungen. Ein letztes gemeinsames Ziel sozusagen genau. für die Saison jetzt vor der Winterpause. Manni, wir werden die Fanatics das Jahr ausklingen lassen. Was wird es alles noch geben? Weihnachtsfeiern, gibt es noch irgendetwas? Na, ganz kurz noch, der Wutze hat noch vergessen, also dass wir nochmal zusammenfassen. Eben, wir werden in der Kurve nochmal aktuelle Themen aufgreifen. Das Thema Schmidt, das Thema Katar. Klar. Wir werden lautstark unsere Meinung kundtun und ja, einfach zu zeigen, eben für welche Werte wir einstehen. Was Privatpersonen, wie es für mich das ja ausklingt, als schwungvoll, stimmungsvoll auf jeden Fall. Und nochmal die Kräfte bündeln, auch die Gruppe nochmal zusammen trommeln zum letzten Heimspiel. Und dann, ja, bevor wir dann diverse Gruppenaktivitäten im Winter starten, verabschiede ich mich Anfang des Jahres auf eine exotische Reise ins Ausland, um meine Kräfte zu bündeln. Und wohin es geht, verratst du uns auch? Nein, verrate nicht, weil sonst kommt noch wer auf die Idee, dass er mich dort besucht. Und hätten wir schon mal gehabt, dass Jungs da von uns auftauchen und glauben, sie machen mir Freude. Und in Wirklichkeit wollte ich eigentlich nur mal mehr Ruhe mit Frau und Kind. Und haben dann eigentlich auch so einen Familienurlaub, einen Gruppenurlaub gemacht. Aber ja, weit weg geht's für mich. Ich glaube, die Familie jetzt in deinem Fall, bei euch allen natürlich, aber jetzt in deinem Fall speziell, die hat sich das dann schon verdient, oder? Ein bisschen Zeit, ja, mit dir. Die kleine Mickey Maus, oder? Ja, vor allem die Frau. Also muss schon sagen, dass die Frau. Also, die macht einiges mit mir. Ja. Exzess. Also da reichen Geschenke schon immer aus. Ja, und das war ein richtig teures Jahr für mich. Also, da hat es einige Geschenke gegeben, aber ja, das ist halt dann die Zeit, wo ich auch was zurückgebe. Beziehungsweise die Zeit, die ich halt so durch meine Aktivitäten vielleicht ein bisschen, wie sagt man, schleifen ablassen. Aber jetzt ohne zu viel über deine Frau zu sprechen, das ist deine Privatsache, aber sie ist ja immer wieder einmal auf der Osttribüne, ja, mit der Kleinen. Eine coole Sache. So ist es. Deine Kinder. Ein Kind. Das erste Match der Saison, ja, war ja alles, allererstes Match war natürlich schon geil zu sein. Ja. Also, Familie steht in der Kurve, dort wo wir da haben sind. Ja voll, aber es ist wirklich ganz stark zum Erkennen, oder? Und dass dann vor allem die, ich schaue auch meine eigene Frau. Die buntesten Männer mit den Kindern kommen. Wenn man gescheit mitsingt, wird der eigene Frau angeschrieben. Ja, eben. Nicht nur immer die Art im Sektor und in der Kurve im Mittelblock, sondern so ist es. Ich kenne nichts. So ist es, ja. Ja, da ist er hart, das stimmt. So ist da es. Hat immer die Augen offen für alle, die den Mund nicht bewegen. Immer. Ja, immer. Ja, darum bin ich immer hasig nachher. Naja, wie oft schreien viele, was ist jetzt? Jetzt gib einmal Gas, jetzt gib einmal Gas. Immer. Das ist dann eh lange Zeit, Rudolf. Ich glaube, fast 3 Monate haben wir Pause. So ist es. Erholungspause, Verschnaufpause, Motivationspause, das kann man aus jedem Blickwinkel sehen. Erst kommt die Erholung und dann Anfang Jänner starten wir. Und dann kommt der Terror wieder. Genau, Anfang Jänner starten wir dann durch. Ein bisschen Aurekummer nach dem Herbst. Das genau, Feli, ja. Wie wird es bei dir ausklingen das Jahr? Vor allem das Geldbeutel wieder ein bisschen füllen. Wollte ich gerade sagen, also nicht nur finanziell, sondern auch emotional ein bisschen runterkommen, weil es war schon sehr, sehr fordernd. Ja, also, das
beim noch letzten Match, also mit dem Last Minute Sieg gegen Alltag, habe ich schon eine halbe Stunde nachher braucht, bis ich wieder halbwegs zu mir gekommen bin. Ja, weil das hat mich emotional echt extrem hergenommen. Ja. Ich meine, nur dazu fotografieren unten am Spielfeld direkt hinterm Tor. Ja. Das ist ja noch einmal ganz was anderes. Der Harry ist auch dort gestanden, ausgingen. Bei mir gingen die Feierlichkeiten im Prinzip nahtlos weiter. Meine Tochter wird in zwei Wochen 18. Mhm. Also da gibt es was Besonderes? Mein Sohn auch. Wann hat sie Geburtstag? Wann am hat sie? 20. Ah, okay, bei mir ist es am 17. Was ist das Besondere? Was ist das Besondere? Vielleicht werden sie sich ja kennenlernen im Stadion. Meine Kinder sind beide im Stadion mittlerweile. Der Bub ist bei Inferno. Also der steht unten, unweit vom Vorsängerpult. Der Mann kennt ihn. Sehr gut. Da ist der Nachwuchs gut aufgekommen, sage ich. Der Nachwuchs mit dem Sturm haben wir die Rauchbombe haben. Das haben wir schon vor, Podcast außerhalb des Protokolls ein bisschen geredet, dass so, der Fan gesagt hat. Stört alles nicht. Weil er ein bisschen angehört auf ihn. Er ist erst 15. Genau, das richtige Alter. Perfekte Zeit. Da war ich schon bei der Jugendgerichtshilfe. Meine Tochter steht bei uns oben. Meine Tochter ist nur auf einer anderen Seite engagiert, fotografiert in der Akademie. Mhm. Ja. Okay. Arbeitet darauf hin, dass sie dann auch bei der ersten Fotografieren kann, hoffentlich ab dem Frühjahr. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Okay. Wer Austria glaubt oder hat im Sommer nicht daran geglaubt, dass das wirklich so kann. Jetzt, oder? Aber sie macht sensationelle Fotos. Das ist kein Problem. Das haben sie mittlerweile, glaube ich, verstanden, was sie für tolle Fotos macht. Sie kann es wirklich. Sie macht bessere Fotos als ich sage es ganz ehrlich. Ich habe gesagt, also der Geburtstag von meiner Tochter, das Highlight. Und dein erstgeborenes Kind wird halt nur einmal 18. Das ist ganz was Besonderes. Also nicht nur für sie, sondern auch für mich als Papa. Dann Feierlichkeiten mit dem Fanclub. Mhm. Wir von Weihnachtsfeier, alljährlich ein Klassiker. Heuer machen wir es beim Joe Less in der Pizzeria. Und ja, Weihnachten ganz normal mit der Familie, groß feiern. Normal halt, aber mit der Familie. Aber ohne Ausschweifungen. Ins Neiche war mit Freunden vom Fanclub, mit privaten Freunden. Gut umrutschen dann. Kaum zu glauben eigentlich, dass schon wieder dem Ende zugeht. Aber ganz kurz, wenn wir schon drüber reden, im letzten Podcast in dem Jahr, wie schaut es bei dir aus? Wie lässt du das Saison ausgehen oder das Jahr? Weil wenn wir dich schon am Hören haben. Schön von Lutze, dass er da eigentlich mitdenkt. Stark. Und wie ich das Jahr ausklingen lasse, so oder jetzt die... Na, allgemein, die Saison, das letzte Spiel, das ist... Im Stadion natürlich, logischerweise. Ich freue mich auch drauf. Es ist, ich kann es irgendwie, aktuell ist für mich so ein bisschen schnell gegangen jetzt am Ende des Jahres, dass jetzt schon wieder soweit ist. War erst Geburtstag gehabt, zu Halloween, früher hat man noch Sparefroh gesagt, oder da war mit dem Bierchen noch was zum Holen. Ja, bei uns stehen jetzt ein paar Geburtstage, standen an, der Papa, haben wir voriges Jahr schon gehabt, den 75er, war jetzt heuer dran, da bin ich, glaube ich, voriges Jahr eben schon um ein Jahr älter gemacht. Genau. Ja, heuer war jetzt 75. So ist es. Ja, mein eigener war am Thema, mein Sohn wird 18, am 17.11., der ärgert sich immens, dass er nicht am 19.11. geboren wurde. Das glaubst du gar nicht. Sagt, hey, hättest du nicht was machen können. Na, da war der Papa zwei Tage zuvor dran. Ja, oder die Mama. Aber am 19.11. feiern wir Geburtstag. Also das haben wir dann schon so platziert. Eine richtige Austria-Familie. So ist es. Der Opa, schwerer von der anderen Seite, aber den haben wir im Schmitzkasten in dem Fall. Der kommt aber trotzdem. Aber nicht mein Vater natürlich. Den ist das so wie deinem völlig egal. Ja, so werden wir es machen. Familiär, ganz normal, in der Ruhe und ja, hoffen, dass wir dann gut umrutschen und gut ins neue Jahr starten einfach. Ja, und dann kurz vorm Abschluss ein bisschen ein Ausblick in die dann schon 10. Ausblock-Folge. Es hat ja wirklich vielleicht auch noch mal kurz zurück begonnen als Corona-Aushilfsprogramm oder Notfallsprogramm. 10. Folge, taugt mir auch, dass ich jetzt schon ein paar Mal dabei bin. Gibt es da schon ein bisschen so einen Ausblick, wohin es gehen wird? Ja, also der Plan ist, dass wir endlich in Mundl-Harreiter
Da war was, ja. Vor die Linse bekommen, jetzt haben sie schon ein paar Mal probiert. Müssen wir mit dem Putzi noch einmal reden, ne? Aber der hat ein strafes Programm, ja. Fast so straf wie unseres, aber wir probieren es. Dann werden wir die Schwäche da herholen. Okay. Das ist auch interessant, wie der Fälle, haben wir wirklich wahre Geschichten, vor allem von einer dazu mal zu erzählen. Ja, und wenn es uns gelingt, wird es eine actionreiche Ausstrahlung, weil wir wollen vielleicht den einen oder anderen aus der alten Wiener Hooligan-Szene. Die haben einiges zu erzählen. Am Tisch bringen. Dann machen wir eine Doppelfolge dann. Ich hoffe, das ist machbar. Ich glaube, ja, danach werden wir uns vor Gericht wieder sehen. Wahrscheinlich wird das ja noch die letzte Folge sein. Aber schauen wir mal, das ist halt die Vision für die Ausgabe 10. Und ansonsten, ja. Ich glaube, wir haben noch was auslassen, Gruppenaktivitäten, oder? Gruppenaktivitäten, dann schmeißt. Jetzt machst du uns schon so einen müden Eindruck, heute ist es schleißig an. Schmeiß nach. Ja, Austria Wien Weihnachtsfeier steht an, Mitte Dezember. Ich habe gesagt, wie werden die, aber bitte. Du hast gesagt privat. Ja, entschuldige, sehr allgemein. Herr Gritz, sehr allgemein. Das ist privat immer, alles da. Schau, ich bin so fokussiert, dass ich in der Kurve habe, alles im Blick, habe überall. Stark, du hast aber sehr lange an nichts geredet. Werde ich mich heute halt zurückhalten. Ja, aber der Putz hat eigentlich gesagt, er erzählt uns was noch über Jordanien, hat er auch vergessen, also Israel. Jordanien, also ja, nach einem. Ja, aber fast einen Unfall gebaut und so, das ist dann. Aber wurscht, das ist schon zu weit hergeholt. Was haben wir? Austria Wien Weihnachtsfeier wird es geben. Natürlich auch für unsere Mitglieder wird es eine Weihnachtsfeier geben. So wie bei jedem Fanclub, da lassen wir uns wie jedes Jahr große Besonderheiten einfallen. Zur Austria Wien Weihnachtsfeier gibt es auch Austria Pop Live Musik. Das muss man auch ehrlich sagen. Okay. Es wird ein ganz, ganz starker Auftritt. Ansonsten ja, es wird ein Auto nach Essen rollen. Es steht im Jänner das 110. Jubiläum von unseren Brüdern aus Brüdernprogramm, Vereinsjubiläum mit musikalischer Unterstreichung. Das wird auch ganz, ganz stark. Und ansonsten ja, wenn der Butz und ich wie jedes Jahr in der Winterpause mit einem Auto nach Italien ins Land der Ultras fahren und uns ein, zwei oder drei Partien geben, um ein bisschen abzuschalten und Kräfte zum Bündeln, was der Mann so ganz schön. Das liebt er. Dieses Kräftebündeln ist genau mein Spruch. Und ja, ein bisschen italienische Luft. Aber auch schon der Tradition nachkommen. Ja, es ist bei uns mittlerweile, dass wir immer sagen, in der Winterpause. Ja, und dann unser Fanclub-Turnier, also ja, mit Gästen aus dem Ausland im Winterpokal wollen wir oder werden wir eventuell dieses Jahr starten, weil wir jetzt Corona-bedingt in der Hinsicht zurückgesteckt haben, die letzten zwei, drei Jahre. Ja, und ich glaube, das ist dann eh genug. Weißt du? Und ja, dann ist der Winter eigentlich schon verplant, aber man hat gesagt, dann wischen wir mal ruhige Kugel. Die ruhige Kugel wird geschoben von Mitte November bis Ende November. Total, dann kann man schon keine Ruhe mehr geben. Und dann Anfang Dezember nehmen wir dann langsam im Betrieb wieder auf, eben mit den ganzen Terminen, die wir haben. Also wir sagen, wir nehmen es langsam vor. Und sagen dann am zweiten Tag erst, warum ist das noch nicht fertig? Warum geht er nicht fertig? Man ist dann schon wieder voll drinnen, man oder? Man kommt automatisch in diese Schiene. Nur das Stadion ist gerade dann ein Thema. Ja. Man aber braucht eigentlich nur drei Wochen Pause, kann man sagen. Ab dann ist dann eigentlich schon. Ich nur drei Tage. Verstehst du? Mir reichen drei Tage Pause. Außer mein Familienurlaub, auf den freue ich mich extrem. Aber sonst, drei Tage Pause, was erreicht und wir sind wieder in der Schiene drin. Voll wieder on fire. Die war immer vorne und ja, du kriegst das uns auch nicht mehr raus. Okay. Ja? Dann haben wir es geschafft. Es ist die 6. Folge gewesen. Große Ehre. Ach, was habe ich gesagt? 6. Folge, natürlich die 9. Folge. Jetzt ist wirklich Zeit, das zu essen. Philipp, heute bist du nicht ganz saprofest. Also, bei mir stehen wir. Es war die 9. Folge. Kaum zu glauben. Wir haben fast 90 Minuten, oder? Wir haben 90. Wir haben der Harry ist übrigens auch da, gell? 90 Minuten, ja, Harry. Den hätten wir natürlich nicht vergessen bei den Abschlussworten. Das war die 9. Folge. Wir freuen uns schon auf die 10. Einen kurzen Ausblick haben wir bekommen, liebe Austrianerinnen und Austrianer, liebe Veilchen, Freunde der Osttribüne. Vor allem, man muss noch auch erwähnen, wir haben gesagt, der 12. wird was ganz Besonderes. Die 12. Ausgabe. Stimmt. Die rückt näher. Stimmt. Jetzt lassen wir mal die 10 auf uns zukommen und dann schauen wir, wie es weitergeht. Ja, von meiner Seite alles Liebe, einen schönen Ausgang in diesem Jahr noch. Ein gutes, hoffentlich erfolgreiches letztes Spiel in unserem Stadion bei unserer Wiener Austria. In diesem Sinne von meiner Seite alles Liebe und Forza Viola. Auch von uns alles, genau. Alles Liebe. Wir sehen uns beim letzten Spiel. Kommt am Vormittag zum Fancontainer. Startet mit uns das letzte Heimspiel, das letzte Spiel des Jahres. Und gehen wir nochmal Vollgas für die Wiener Austria. Und von meiner Seite auch nochmal an die Gäste im Ausland, am Brünn, Slowan, aber auch nach Essen.
genießt nochmal die Ruhe. Die Saison geht hart wieder los. Und viel Glück für alle, dass die Saisonen top abgewickelt auch werden. Auch sportlich. Dass jeder Verein sportlich den maximalen Erfolg raus hat. Genau. Felle, das letzte Wort gehört dir. Ich will mich auch beim Felle bedanken. Genau, danke. Fürs Kommen heute, für die interessanten Einblicke. Gerne. Lang habe ich nicht gebraucht, dass er mir überredet, dass er herkommt. Das freut mich besonders. Das sehe ich auch, dass eine gewisse Wertschätzung uns gegenüber da ist. Weil man sich auch sehr lang kennt. Und wie gesagt, ich glaube, es war für alle Zuhörer auch vor allem wahnsinnig ein großes interessant. Ereignis oder wahnsinnig interessant, was du sagst. Was der Felle da rausgehört hat heute. Wahnsinn. Das ist sogar, was der lange vor unserer Zeit, was der, wir sind jetzt halt doch schon 20 Jahre dabei bei dem Ganzen. Aber wie gesagt, der Felle ist gestartet mit dem Wiener Austritt, aber von uns noch mal gerät. Und das ist halt schön, dass man trotzdem noch, trotzdem Altersunterschied und sagen wir der Radikalität oder der Richtung, die man geht in der Fanszene, halt trotzdem gemeinsam hat an einem Tisch sitzt und den großen Nenner, die Wiener Austria, vereinen kann. Genau. Und das taugt mir extrem. Ich weiß nicht, ich schon zwei Backeln Chick verraucht oder drei Bier gesoffen oder was? Das zweite ist noch nicht leer. Aber wir haben ja noch Zeit. Das war halber voll. Ja, nein, ich sage danke für die Einladung, es hat irrsinnig viel Spaß gemacht. War natürlich kein Thema für mich, dass ich sofort gesagt habe, ich mache es. Ja, wenn es sich bei mir für mich zeitlich ausgeht, ich bin da relativ flexibel, ich wohne allein. Also, das ist aber nicht ein Aufruf. Auf mich wart keiner. Alles andere erzähle ich dann nachher auf Record. Gibt es noch ein paar Sachen zum erzählen, die müssen nicht unbedingt raus in den Äther. Nein, es hat irrsinnig viel Spaß gemacht und ja, jederzeit und gerne wieder. Dankeschön. Ja, danke, danke. Super. Großes Danke. Feli, Mani, Putzi und aber auch Harry. Und Harry hinter den Kulissen und Philipp als Moderator. Genau. Ja, der müde und ein bisschen unentspannt war, aber er hat es wieder mal gemeistert, der Moderator Nummer 1. Sehr fein. Danke. Dass die Geschichte führt. Tschüss, Baba. Ciao.